Möchtest du noch wichtige letzte Worte? Ja, willkommen zu Ach, der Langform von A. Wie immer gibt's. Moment. Ihr Geschichtswissen haben Sie aus Videospielen, Ihre Umgangsformen von Reddit und Ihren Humor. Ach, reden wir nicht weiter drüber. Sie heißen Philipp, Dominik und Jürgen und Sie erzählen euch Dinge über die Vergangenheit, die ihr so garantiert noch nie gehört habt. Erklär doch mal, Jürgen. Willkommen bei Ach, dem Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Hallo, wir sind's. Hier sitzen wir wieder zusammen. Der Dominik. Der Jürgen. Und der Philipp. Und wir erfahren wieder mal tolle Dinge aus der Geschichte, von der wir noch gar nichts gewusst haben. Aber so weit sind wir ja noch gar nicht. Ja. Ich habe eine stinkeinfache Möglichkeit, uns einen weiteren Hörer zukommen zu lassen. Aber nur einen. Nur einen einzigen. Aber, ja, und er ist männlich. Frei nach Schindlers Liste. Wer nur einen einzigen Hörer dazu gewinnt, der gewinnt die ganze Welt. Oh. Ist das so? Der Andi hat gesagt, er mag keine Podcasts, aber wenn wir das Thema anreißen, was er quasi aufgeworfen hat und diskutieren, dann hört er unseren Podcast auch. Ist es Käse, Leberkäse? Die These ist, Podcasten ist wie Instagram, nur für Hässliche. Also, aber, was ich echt komisch finde, weil der Andi kennt mich. Der weiß, dass du bildschön bist. Aber warum gerade Instagram? Ich glaube, Instagram hat halt einfach die Den Impact und ist halt eher so, dass du der Selbstdarstellung der Schönen und Reichen und die, solche, die es sein wollen, und daher ist es jetzt unterdessen ein Synonym mit Selbstdarstellung. Und das ist ja auch ungefähr so, du hast ein Gesicht fürs Radio, das ist ja ähnliche ja. Argumentation. Ich finde allerdings, also der Punkt mit der Selbstdarstellung mag gerade bei Laber-Podcasts ja schon manchmal sehr stimmen, gerade ein Konzepte, die sich nur damit beschäftigen, wie man gerade selber lebt. Aber das Medium, finde ich, ist so massiv anders, weil Instagram auf kurz und starke Aufmerksamkeit und Podcast gern für, lass dir Zeit für wie viel du auch immer und für was auch immer du sie brauchst und viel auch nebenher sich total geeignet. Das Problem mit deiner Antwort ist, Philipp, ich glaube, der Andi wollte nur stänkern, der war überhaupt keine richtige Antwort, oder? Der Jürgen, der kennt seinesgleichen, der hat genau richtig erfasst. Aber wir haben es diskutiert und herzlich willkommen, Andi. Ich erwarte, dass du ab sofort jede Folge hörst. Hallo, Andi. Hallo. Und jetzt muss er vor allem durch eine extra lange Folge durch. Das Schöne ist, wenn der Andi jetzt nämlich nicht genau weiß, wo er jetzt eigentlich unseren Podcast führen kann und jetzt erst einmal ins Internet muss und da Google aufmacht und dann irgendwie auf unsere Webseite kommt. Sekunde, und das hört er jetzt, bevor er... Moment. Jetzt fällt er mir wieder hier ins Wort, wo ich so den mega Spannungsbogen aufbaue, ja. Ja, aber was ist denn dann, Jürgen? Ich habe unsere Webseite überarbeitet, so. Ja! Und bis das hier online geht, sieht man es vielleicht auch. Also wundert euch nicht, wenn ihr noch nie auf unserer Webseite wart, ist auch nicht schlimm, weil für Podcasts braucht man nicht zwangsläufig Webseiten. Aber ihr könnt ja mal vorbeigucken und mir alles melden, was vielleicht noch nicht so ganz funktioniert, denn ich bin sicher, da gibt es noch ein paar Ecken. Aber und das Foto von mir ist kein Fehler, sondern so sehe ich wirklich aus. Ja, ja, das nochmal. Und damit kann man jetzt vielleicht ganz gut widerlegen oder unterstützen, was Andi gerade gesagt hat. Das sind auch Bilder von uns und ja. Gerne mal reingucken. Ich muss dir gestehen, ich schaue schon öfter mal gerade auf die Folgenseiten von Podcasts, einfach wegen den Shownotes. Gerade wenn irgendwas besprochen wird, was dann verlinkt ist und für das ich mich interessiere. Oder wenn irgendwo über irgendwas geredet wird, was ich dann auch gern sehen möchte. Das mache ich schon auch. Also ich bin da ja auch nicht, ich glaube, nicht der Durchschnitt, was das angeht. Was mir aber immer wieder aufgefallen ist und warum ich das jetzt gemacht habe, ist, dass die meisten Webseiten, die ja irgendwie ein WordPress oder irgendwas dahinter haben, dass die halt einfach nicht für das Medium optimiert sind. So, es gibt keine richtig, richtig, richtig gute Podcast-Webseite. Gibt es nicht. Auch unsere nicht. Sind wir immer noch weit davon entfernt, aber ich glaube, es ist jetzt schon ein bisschen besser. So. Das ist halt einfach kein Blog, sondern es ist halt ein Podcast. Ja. Egal. In diesem Bastler-Spirit, das ist jetzt auch eine super Überleitung, waren wir auch, als wir vor wenigen Wochen in Nürnberg auf der Hack and Make waren. Wie fandet ihr es denn da? Schön, das war toll, Leute zu treffen, die man sonst nur aus den Kommentaren oder Ähnlichem kennt. Weil da war ja doch die eine oder andere Person anwesend, die zumindest ich vorher nur aus Kommentaren kannte. Und
es saß dann doch die ein oder andere Person dann am Schluss mit einem Headset auf dem Kopf da und hat mal reingesprochen, inklusive sehr jungem Publikum. Ja, ich fand das ziemlich krass. Einmal die Altersspanne, ja. Ich habe, glaube ich, einer 6- oder 7-jährigen Podcasten erklärt und, und einem 89-jährigen. Also das ist auch das Erste, was mir jetzt aufgefallen ist, als Philipp gesagt hat, einem sehr jungen Publikum, weil auch der ein oder andere Rentner tatsächlich dabei war. Und sich voll dafür interessiert hat. Also das fand ich spektakulär und ich fand auch gerade so den Unterschied zum Jahr davor, wo wir ja auch schon waren und gerade so gefühlt angefangen haben mit diesem Ganzen, so die Entwicklung an Leuten, die gesagt, ah ja, euch kenne ich, euch habe ich schon mal gehört und Podcast, ah ja, Podcast ist insgesamt als Thema auch schon viel präsenter jetzt wieder. Absolut. Fand ich total spannend. Ja. Dann waren wir neben dem Flammkuchenstand und einem Eisstand, das war auch schön. Ne, wohlgemerkt, aber nicht, es war ja kein Stand, der Flammkuchen verkauft hat. Sondern Flammkuchengeräte. Genau, das fand ich ja super. Und was gab es an dem anderen Stand, wo diese bemitleidenswerte, aber sehr freundliche junge Dame war? Wir hatten, die hat Lehrkonzepte verkauft auf was ist Hack and Make, eine Hacker Messe letztendlich? Eine Sekunde, du musst jetzt ein bisschen aufpassen, das waren ja mehrere Messen auf einmal. Da war ja auch zum Beispiel parallel die Konsumenta, wo du einfach rein und raus konntest. Und in dem Raum, in dem wir waren, waren, glaube ich, drei Messen gleichzeitig auch. Und da lief genau bei unserem Stand verlief eine Grenze. Ah, okay. Weil das eine war die Erfindermesse, das war eher so im vorderen Bereich, wo auch zum Beispiel diese japanische Papiertüte und die Wasserstoffbomben angepriesen worden ist, mit der auch Frauen ein Pissoir nutzen können, unter anderem. Mhm. Dann war die Hack and Make, also diese Hack und Make Affair. Und dann war, glaube ich, noch so eine Neugründungs- und Jungunternehmensbereich. Und dort war sie. Dort stand die junge Dame mit drin. Aber sagen wir es mal so, sie war wirklich bemitleidenswert, weil sie ganz alleine in so einem kleinen Kapuffchen stand und wirklich niemals jemand kam. Aber hast du ihr einen Flyer von uns in die Hand gedrückt? Dann hört sie uns jetzt vielleicht. Ja, selbstverständlich. Ja. Dann schöne Grüße. Liebe Grüße. Und bis nächstes Jahr. Wir nennen jetzt auch mal keine Namen, nicht, dass irgendjemand am Ende irgendwie das als negativ auffasst oder so. Aber die hat einen guten Job gemacht. Alles gut. Ja, und war sehr nett. Und hübsch war sie auch. Dominik, du bist verheiratet. Ja, ich kann doch objektiv beurteilen. Stichwort Kassette steht hier noch auf meinem Zettel. Das ist ein großes Trauerspiel. Das ist nämlich die Kassette, die der Jürgen eingespielt hat. Eine wundervolle Audiokassette mit den Besten aus den frühen Anfangszeiten von Das Ach. Wartet immer noch auf einen neuen Besitzer-Eigentümer. Und das Einzige, was zu tun ist, ist eine alte Audiokassette aufzunehmen. Ich habe schon überlegt, ob ich vielleicht noch ein Autoradio mit drauflegen muss, mit dem man die dann auch abspielen kann. Es gibt zwar keine Kabel mehr, es funktioniert nicht. Ne, aber immer ein gutes Argument für Kassettenradios sind ja, oh, da kann ich ja wenigstens noch mit so einem blöden Adapter wieder mein Telefon oder ähnliches anschließen. Wenn du heute ein CD-Deck hast, ich kenne ganz viele Leute, die sagen, ah, ich habe so ein blödes CD-Deck und das hat alles, aber keinen Line-In und das ist das Einzige, was ich von so einem Gerät möchte. Da habe ich echt lange nach einer Lösung gesucht und ich habe jetzt ein Gerät, das ist meinem Handy gegenüber ein Bluetooth-Empfänger, aber meinem Radio gegenüber tut so, als wäre es ein CD-Wechsler. Das habe ich dir empfohlen damals, ich erinnere mich. Ja, kann sein. Aber ich habe echt alles ausprobiert, was irgendwie ging und das war das Einzige, was jetzt seit, ich weiß nicht, einem Jahr oder anderthalb tut. Das ist so super. Klingt gut. Apropos Einkaufen. Was denn? Uns hat ein Henning eine großzügige Spende in Form von zwei Wertgegenständen zukommen lassen. Was soll ich sagen? Wertvollen Gegenständen. Einmal ein Stativ und ein Buch für Jürgen. Und ich freue mich insbesondere, weil ich demnächst auch ein Interview führen werde, wo ich genau dieses Stativ jetzt direkt brauchen kann. Von daher vielen lieben Dank, Henning. Und ich brauche ganz dringend Bücher, weil ich habe daheim so einen Tisch, der so ein bisschen schief steht und ich glaube, das ist genau das Richtige. Nein, Quatsch. Aber das war auch der Henning, glaube ich, und bei Hennings sind wir ja neulich schon mal ins Schleudern gekommen. Aber ich glaube, es war der gleiche Henning, der uns auch Geld per PayPal gespendet hat. Und wenn ich mich nicht täusche, ist das sogar derselbe Henning, der einen Podcast über Schottland hat. Den habe ich aber heute erst entdeckt und weiß nicht, ob ich ihn empfehlen kann. Ich habe noch nicht reingehört, aber ich habe ihn sofort abonniert. Vielen Dank. Also, am Ende bringen wir jetzt die zwei Hennings nochmal durcheinander. Von daher, danke Henning und danke Henning. Ja, du bist gemeint. Genau du, Henning. Wir haben auf jeden Fall auch eine Vielzahl von Kommentaren bekommen. Sowohl viel als auch geil.
über die letzte Hauptfolge. Also da haben wir ja, glaube ich, irgendwie einen Nerv getroffen, ja, mit der letzten Folge. So Zweiter Weltkrieg und Flugzeugtechnik, das scheint ja bei dem einen oder anderen irgendwie wirklich, wie soll ich sagen? Buttons gepusht zu haben. Ja, ja, ich war jetzt auch so, ich habe nach einer schönen Formulierung für getriggert, weil das klingt so negativ. Aber ich meine es ja positiv. Ja, also es kamen echt viele Kommentare und echt lange Kommentare. Und ich fand es mega spannend, das mitzuverfolgen. Das war ja auch genau das, was ich beim letzten Mal sagte, dass es ja über die Luftfahrt dieser Zeit und auch ein Stück weit noch vom Ersten Weltkrieg, aber auch so viel Simulationen am PC in den 80ern gab, dass das echt so ein Ding ist, was die Leute total fasziniert. Wahnsinn. Und ich glaube, also es gab die ein oder andere Stelle, wo mal nachgefragt wurde, ob wir da was irgendwie richtig oder falsch erklärt haben. Und ich glaube, wir waren in den meisten Dingen halbwegs solide unterwegs. Das Einzige, wo wir uns vielleicht ein bisschen mitreißen haben lassen, war, wir sind ein bisschen der deutschen Propaganda von damals aufgesessen und haben vielleicht so den Russen und den Franzosen so ein bisschen verteufelt. Gerade was seine Kriegsgefangenen anging, was man vielleicht jetzt nicht unbedingt so stehen lassen sollte, aber was natürlich in der Zeit schon die vorherrschende Meinung war. Also es war nicht falsch, aber vielleicht muss man das nochmal mit ein bisschen Abstand nochmal ein bisschen hinterfragen und anders bewerten. Ja. Achtung, diese Sendung enthält Wissen, aber ist nicht fundiert. Aber nur in homöopathischen Dosen. Ist ein gutes Stichwort, Wissen. Wer nämlich relativ viel weiß, das sind die zwei Jungs von den Appcoholics. Und wer neulich unserem Teaser schon mal gefolgt ist, der hat natürlich längst die Folge gehört, bei der wir zu Gast waren. Und jetzt heißt es dranbleiben, denn demnächst oder bevor die Sendung rausging, weiß ich jetzt gar nicht, jetzt sind wir wieder in so einem Raum-Zeit-Ding gefangen, sind die zwei Jungs nochmal bei uns zu Gast und haben mit uns eine Bonusfolge aufgenommen. Und was für eine schöne. Ich freue mich sehr drauf, wenn die online geht. Eine extra lange. Das wird faszinierend. Aber bei uns im Feed ist ja demnächst sowieso ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen Veränderung, denn es geht wieder auf Weihnachten zu. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Und dann, was ist denn Weihnachten? Ja, da schlagen wieder die Pottwichtel zu. Oh, das heißt, ihr hört hier auf dieser Stelle dieser Welle irgendwelche uns heute unbekannte Nasinnen und Nasen. Vielleicht ist es auch nur eine Person, aber irgendjemand wird sich an unserem Format versuchen. Und ich bin sehr gespannt, was die Person oder diese Leute uns da bieten wird. Und das Format, was wir letztes Jahr gecovert haben, ist danach direkt eingestellt worden. Möchte ich nochmal kurz betonen. Ist auch ein schönes Stichwort. Ich war nämlich jetzt schon wieder bei einem Podcast zu Gast, von dem es jetzt dann danach keine Folgen mehr geben wird. Das Mike ist auch sehr schön. Dropped. Der Podcast Undertaker. Ich war bei der Abschlussveranstaltung von den Cinematic Smash Bros. Okay, aber das war ja mit ankündigt. Dem großen finalen Cinematic Deathmatch. Mhm. Ich habe versucht, meine Ehre zu verteidigen. Ich habe mich zumindest nicht groß blamiert, glaube ich. Aber das war auf jeden Fall mega witzig. Also das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ach, schön. Und ich bin sehr traurig, dass dieses Format nicht weiter besteht. Ja. Das habe ich nämlich sehr, sehr gemocht. Aber manchmal ist es vielleicht auch schöner, wenn ein Format auf dem Zenit der Zeit und der Qualität aufhört, als wenn man irgendwann das Gefühl hat, so, naja, also nach Staffel 6 und das Staffel 12 ist jetzt echt nur noch Gurke. Das heißt, ich muss jetzt hier auf Stopp drücken und wir gehen nach Hause? Nee, weil wir haben noch so viel vor uns. Wir haben unseren Zenit noch nicht erreicht? Nee. Da ist aber wir haben die 100 geknackt. Ja, das stimmt. Es sind über 100 veröffentlichte Folgen. Mit allen Bonus und allen Teasern und allem, was wir irgendwie in unserem Feed mal veröffentlicht haben, ja, sind wir jetzt bei wahrscheinlich 103, 102, irgendwie sowas. Wie viele Stunden Podcast haben wir gerade? Viel, würde ich sagen. Ich habe, wie so viele, habe ich die Pocket Casts App. Oh ja. Und die zählt ja wirklich die Stunden. Habt ihr mal geguckt? Na, die zählt ja die Stunden, die du hörst, oder? Ja, die ich gehört habe. Was ich immer ganz faszinierend finde, die hat eher eine Option, dass du schneller abspielst und auch, dass du leer, das also tracks, Sprechpausen tracks überspringt. Und dann steht man da so, ja, sie haben so und so viele Stunden ihres Lebens schon gespart. Aber hast du Podcast? Ja. Wollen wir Schwanzvergleich machen? Since July 28, 2016. Oh, ich benutze es aber noch nicht so lange. Habe ich nachher 39 Tage und 10 Stunden gehört. Jetzt gucke ich aber auch rein. Aber okay. Ich höre, glaube ich, auch noch nicht so lange mit der App. Ja. Das ist einfach auf dem Profil drauf. Genau, richtig? Bei Profile, die haben Redesign auch tatsächlich, der App. Ja, das stimmt. 39 Tage habe ich. Wo finde ich das? Hier unten auf Profile.
Unten rechts? Unten rechts. Ich habe da kein Profile. Okay, dann hast du vielleicht die neue App noch nicht. Nein, ich habe es auf Android. Und dann ist es All Stats. Ich glaube, in den Settings ist das, glaube ich, bei mir. Also ich erzähle mal ganz kurz, durch das Skippen von Intros habe ich schon mal 3 Minuten gespart. Wow. Das ist ja nix. Trim Silence, 5 Stunden 23. Durch schnelleres Abspielen, 20 Minuten. Weil ich mache das ehrlich gesagt nur bei ganz, ganz wenig Podcasts. Skippen, 16 Stunden. Und in Summe 49 Tage und 22 Stunden Podcast gehört. So, jetzt habe ich es auch. Ich habe allein schon... Wie viel hast du, 39? 49 Tage. 49, okay. Ich höre seit 2016 erst mit dieser App. Ja. Habe aber schon 35 Tage und 12 Stunden. Ja. Habe allein 2 Tage und 18 Stunden übersprungen. Ich habe durch die variable Geschwindigkeit 11 Tage eingespart. Ja, du hörst aber sehr viele Podcasts schneller. Das ist aber krass. 11 Tage eingespart bei 35 Tagen. Das ist schon ein ganz schöner Faktor. Ja. Wahnsinn. Also Leute, schreibt uns mal auf Twitter. Screenshot von euren Podcasts. Ja, oder auch andere Podcast-Apps. Gibt es ja viele schöne, aber sozusagen, wenn ihr irgendeine App habt, die trackt, wie viel ihr schon gehört habt in Stunden, ich wäre neugierig. Nebenher habe ich auch mal kurz bei FIT nachgeguckt, weil du gerade ja gefragt hast, wie viel Audiomaterial das bei uns ist. Und? Wir haben 106 Folgen veröffentlicht schon und die geben nur den Durchschnitt an, deswegen musst du jetzt kurz ein bisschen rechnen, aber die durchschnittliche Dauer ist 1 Stunde und 10 Minuten. Naja, da brauche ich jetzt nicht meinen Rechner rausholen. Ja. Holy shit. Ja, das ist wacker was. Und witzigerweise, ich habe die Tage auch bei uns bei iTunes, kann man ja auch ein Stück weit detaillierter sich die Statistiken angucken. Also da sieht man dann auch, wie viel Prozent einer Folge die Leute gehört haben. Und das ist eigentlich bei allen Folgen, die da drin sind, über 100%. Also der Durchschnitt ist, dass die Leute drüber raus. Dass die Leute entweder einfach dranbleiben, weiterhören und warten, ob noch was kommt, oder Folgen mehrmals hören. So. Oh, weißt du, was ich aber noch unbedingt an der Stelle machen möchte? Josh, gute Nacht. Schlaf gut. Schläft er schon? Josh hört uns in Dauerschleife zum Schlafen. Der hat seine Podcast-App so eingestellt, dass die einfach ewig läuft. Und er sagt, er hört uns ganz oft zum Einschlafen. Und morgens, wenn er aufwacht, läuft es immer noch. Guten Morgen. Bist du noch wach? Sorry. Gut, dass nachher Normalisierer drüber läuft. Ich hätte jetzt auch Bock, ich wollte den Jürgen schon die ganze Zeit irgendwie einen Blick zuwerfen, ob er den Öffner für die Flasche Bier noch gibt. Weil dann könnten wir jetzt auch mal, normal muten wir ja Geräusche, wir könnten jetzt auch mal ganz, ganz laut schlucken jeder und gluckern, sodass Josh halt vielleicht... Aber soll ich dir was sagen? Du wolltest was sagen, Philipp? Zukunfts-Philipp schneidet das nicht raus. Ah, okay. Aber jetzt mal genug von dem Selbstverweihräuchern. Nein, wir sind noch lange nicht fertig. Ich hab so eine lange Liste an Themen, die vor dem eigentlichen Thema kommen und wir sind jetzt so quer durch. Ich habe die so schön sortiert und jetzt sind wir so gesprungen, aber ist egal. Wir sind im Radio, Leute. Findet ihr das nicht geil, FM? Der war echt schlecht. Das stimmt. Aber es macht nichts. Wir laufen auf so einem Internetradio und der nennt sich Geil FM, dieser Radiosender. Und die machen jetzt auch schön immer so über die Woche verteilt Trailer für unsere Sendung und die kommt dann immer Freitagabend ab. Mist, jetzt habe ich es vergessen. Irgendwie ab. Ich glaube ab 9. Ab 9, ab 8, ab 9. Irgendwann Freitagabend laufen da irgendwie Folgen von uns. Und die fangen jetzt bei 0 an und haben, wie wir gerade ausgerechnet haben, viel, viel noch vor sich. Aber ich glaube, sie senden nur die vollständigen Folgen. Ja. Yeah. Na, aber dann, selbst dann. Und das ist wieder der Artin, der Mann, der uns mit Winamp hört. Der Mann ohne M. Ja, der hat auch einen Podcast. Mhm. Die Blind Facts. Die Blind Facts. Das letzte Mal erwähnt. Das stimmt. Ansonsten Blind Facts in eurem Podcast-Catcher der Wahl eingeben. Und wenn ihr schon dabei seid, könnt ihr vielleicht auch gerade mal bei iTunes vorbeischauen und es einigen Leuten gleich tun. Ja, seit dem letzten Mal haben wir wirklich viele, viele neue iTunes-Rezensionen bekommen. Ja. Also 5. Aber das ist also 5 geschriebene, muss man sagen. Das ja, das ist echt viel. Also das finde ich ganz fantastisch. Hast du einen Favorit? Die lesen wir jetzt nämlich nicht alle vor. Nein, die lesen wir jetzt nicht alle vor. Auch wenn sie schön sind und wie sie uns gegenseitig immer wieder vorlesen und im Slack posten. Aber das wäre auch schön zum Einschlafen. Wenn wir uns eine Audioaufnahme machen würden, wo nur unsere iTunes-Rezensionen sind. Vorgelesen von wie heißt der, Freeman. Also schön finde ich ja immer, wenn jemand sowas schreibt wie Musical Potter, die dann sagt, sie ist über ihren Freund zum Podcast hören gekommen und eigentlich, sonst sagt sie ihm immer, er muss Podcast ausmachen, ja, wenn er Podcast hört, aber sie hat ihn jetzt schon so weit, dass er immer unseren Podcast anmacht, wenn sie den Raum betritt.
Ja, und sowas, das erwärmt mein Herz, ja. Das ist echt schön. Und sie ist wohl auch manchmal irgendwie ein bisschen schlecht gelaunt und dann freut sie sich über unseren Podcast und er kann ihr ein herzhaftes Lachen entlocken. Oh Gott, ich grinse jetzt echt irgendwie so vor mich hin wie ein Honigkuchenpferd. Das finde ich super. Ich fand auch den von Ning Ning fand ich schön, der unser Konzept nochmal erklärt hat, mit, dass ich mein Thema vorbereite und ihr das launig kommentiert. Das fand ich auch eine sehr schöne, Launig. Schöne Beschreibung. Hat mir auch gefallen. Dann gab es noch einen, der uns irgendwie, der eigentlich gesagt hat, er würde uns gerne 15 Sterne geben, weil eigentlich jeder von uns 5 Sterne verdient. Und so. Oh. Hat dann noch eine komplizierte Rechnung gemacht, wie viele Sterne wir uns jetzt jeder hier irgendwie teilen müssen aus diesen 5. Und sehr, sehr nett. Also 5 Drittel einfach. Wir haben jetzt auch die Größe erreicht, wo die Hater langsam rauskommen. Wir haben nämlich tatsächlich eine Ein-Sterne-Rezension auf iTunes. Aber keine geschriebene. Ja, das heißt. Ja, mit so unkonstruktiver Kritik kann ich nicht sehr gut umgehen. Ihr Scheiß. Los Scheiß. Aber was auch sehr schön ist, also viele Leute haben auch so per Mail, auf Twitter, sonst auf unterschiedlichsten Kanälen haben uns geschrieben, haben Themen vorgeschlagen. Ganz viele. Ich habe eine so lange Themenliste, Leute, das glaubt ihr gar nicht. Ich muss mich tatsächlich jetzt fürs nächste Mal, ich habe 3 oder 4 Themen zur Auswahl, die ich unbedingt machen will. Oh. Das wird großartig. Schön. Ich freue mich schon. Aber jetzt kommt ja dann erstmal die Pottwichtel-Folge, bin ich mal gespannt. Oh ja. Was die sich da für ein Thema und gönnen. Wer auch immer ihr seid, wenn ihr nochmal in dieses Format reinhört, oder du, weiß ja nicht, viel Spaß. Jetzt habe ich hier noch auf meiner Liste, eins habe ich hier noch stehen. Ich habe neulich, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen soll, aber ist egal. Ich habe neulich meine Festplatte aufgeräumt und habe eine ganz alte Kurzgeschichte von mir gefunden. Dann habe ich mir gedacht, nee, Kurzgeschichte, was macht man denn heutzutage mit Kurzgeschichten? Keine Ahnung. Einlesen? Ja, nein, ich habe die dann an die Geschichtenkapsel geschickt und die haben die jetzt tatsächlich produziert. Na, schmarrn, echt? Also schaut mal bei der Geschichtenkapsel nach der, sie heißt Eduard, da ist eine Kurzgeschichte von mir. Wow. Voll gut. Wann hast du die Geschichte? Also wie alt warst du da? Nein, so alt ist ja auch wieder nicht. Aber das ist bestimmt jetzt schon, keine Ahnung, 5, 6, 7 Jahre her oder so. Ist es in so einem kleinen Buch erschienen? Nee, in das so habe ich auch mal gemacht. Ja. Es gab mal so eine Zeit, da habe ich mal bei so Wettbewerben irgendwie, aber das war alles irgendwie so ein bisschen unbefriedigend. Also das fand ich ganz nett mal wirklich. Also ich mag das ja, irgendwie mich mal so auf so ein Thema zu stützen, so in einem sehr begrenzten Ausmaß, ja, in so einem zeitlich begrenzten wie halt hier auch, ja. Für eine Folge muss ich mich auf ein Thema stützen, kann es dann aber wieder einen Monat später einfach zur Seite legen und kann mich auf was Neues konzentrieren. Ich finde es so faszinierend, weil dein Medium so eindeutig das geschriebene Wort ist und mich der Teil vom Schreiben als ich Poetry Slam gemacht habe und Co. immer eher angecast hat, aber das Performen fand ich wieder total super. Und deswegen fühle ich mich auch so im Impro-Theater so zu Hause. Vielleicht sollten wir uns mal zusammentun. Vielleicht. Ja, das wird sich ja fast anbieten. Vielleicht machen wir einfach einen Podcast. Na. Zum Beispiel einen Podcast über eine Frau, die da heißt Gisela Werle. Die Gisela Werle. Die Gisela. Am 18. August 1934 kommt Gisela Werle in Altona zur Welt. Altona. Wie jeder weiß, Hamburg ist die Hauptstadt von Estland. Nein, Quatsch. Ein Stadtteil von Hamburg. Hamburg, meine Perle. Und ist es Altona oder Altona? Das kannst du wahrscheinlich nur von einem Hamburger beantworten lassen. Haben wir einen? Nein. Nee. Aber ich habe Kontakte. Dann klär das doch mal. Ja, wahrscheinlich heißt es Altona. Aber weiß es wirklich nicht. Vielleicht heißt es auch nicht Werle, sondern Verle. Ja, ja. Verle, vielleicht ist es Französisch. Ja. Gisela Verle. Wer weiß das schon? Ich weiß, dass Giselas Papa ein frühinvalider Bauschlosser war, der nur eine sehr kleine Rente nach Hause gebracht hat und das Geld logischerweise so ein bisschen knapp war. Und deshalb muss Gisela als ältestes von 3 Kindern schon direkt nach ihrem Volksschulabschluss finanziell im Haushalt ordentlich mithelfen. Also ab Klasse Nummer 5. Das heißt, dann ist man wie alt 6, 10. Nee, du verwechselst jetzt Volksschule mit Grundschule, glaube ich. Aber der Philipp hat insofern recht, als dass bei mir die Grundschule Volksschule ist. Ja, ja? Ist auch auf meinen Zeugnissen drauf. Ich habe die Tage mal wieder gescannt. Es hieß zwar offiziell schon Grundschule, als ich hingegangen bin, aber auf dem Zeugnis steht immer noch Volksschule. Ja, ich glaube, irgendjemand hat mir mal erklärt, dass eine Volksschule tendenziell noch weitergeht. Ich wollte gerade sagen, Klasse. Die Volksschule, also bei uns ist die Grundschule und die Hauptschule in einer Schule und das ist aber die das Volksschule. War bei uns am Dorf nicht. Nicht? Nein, also da war Hauptschule aus meiner Sicht nicht weitergeführend. Aber ja, okay, also auf jeden Fall war sie schon irgendwie Teenager und also, Kind. Also da sie ihren ersten, das kommen wir jetzt gleich drauf, ihren ersten Job mit 14 angefangen hat, glaube ich jetzt einfach nicht, dass sie in der 5. Klasse schon okay, alles klar, die Schule verlassen hat. Mhm.
Sie ist ein schwarzhaariges Mauerblümchen, so mäßig hübsch, aber vor allem unauffällig. Und sie stellt sich mäßig hübsch, aber unauffällig. Perfekt für unsere Agentin Anwärter. Sie stellt sich schon auch mal schützend vor ihre Mama, wenn der Papa mal wieder alkoholbedingt so ein bisschen auswacht. Ach, liebe Zeit. Und das kann schon mal vorkommen, ja. Mit 14, habe ich gerade gesagt, fängt sie ihren ersten Job an, als Aushilfe in einem Blumengeschäft. Später arbeitet sie dann als Kassiererin im Supermarkt. Und bis sie 30 ist, bringt sie es dann immerhin zur Packerin in der Altonaer Tapetenfabrik. Brigida, was kosten die Kondome? Nee, was kosten die Tapeten? Jetzt bin ich echt gespannt, weil ich meine, also wenn die jetzt im 20. Jahrhundert geboren wurde, dann sind die jetzt schon die 60er Jahre. Das hast du gut ausgerechnet. Jetzt bin ich echt gespannt, was denn so eine Gisela dann Spannendes noch erlebt. Also erst, das stimmt eigentlich, ja. Erstmal hat sie einen ziemlich mies bezahlten Aushilfsjob. So, in dieser. Es klang jetzt auch nicht so glamourös, was du bisher erzählt hast. Aber sie hat jetzt auch nicht so die mega Ausgaben, ne? Denn sie ist 30, wohnt immer noch zu Hause und die Eltern sind relativ streng, aber Gisela ist dann für sie schon so das Ein und Alles, ne? So, das, aber ist das einzige Kind? Nee, sie hat zwei Geschwister, aber die sind dann irgendwann ausgezogen. Ja, und ich wollte gerade sagen, wenn du mit jemandem zusammenwohnst von deinen Kindern und wenn die 30 sind, dann lässt sie dir ja auch mal eher mal ein bisschen machen. Dann lässt er die mal eher ein bisschen machen? Ja, das klingt jetzt so ein bisschen als ständen sie total unterm Scheffel. Nein, aber also sie ist schon, sie wird zu Hause hochgehalten quasi, aber sie bringt auch das Geld nach Hause. Ja, von daher jetzt nicht klar. So arg verwunderlich. Ne? Ja. Die Nachbarn beschreiben Gisela als liebes, nettes Ding. Einer erinnert sich später an Gisela als diejenige, die in der Familie eigentlich das Sagen hatte. Also das bezweifle ich so ein bisschen, aber ich habe einen O-Ton gehört, wo einer sagt, oh ja, die hatte eigentlich so ein bisschen hier die Kartoffeln an. Bin mega gespannt, ob es gerade in Richtung geht. Dann öffnet sie eine Sekte, ob sie leider Leute umbringt oder ob sie plötzlich Akrobatin, Hochsalatistin wird. Eine Herrenboutique. Alles offen. Alles ist möglich. Ja. Alles spannend. Nichts muss. Mhm. Sie gilt insgesamt als unauffällig, fleißig und spröde. Ihr Chef lobt ihre Pünktlichkeit und ihre Hilfsbereitschaft. Später sagt er über sie, sie war ein bisschen einfach und geradeaus und hat sich wenig mit anderen Problemen beschäftigt. Das stimmt jetzt nur so halb. Ja? So, zum Thema Ehrlichkeit, denn eigentlich klaut sie heimlich Tapeten in der Fabrik und vertickt die dann unter der Hand. Und das macht sie auch nicht alleine, sondern eigentlich so mit ihrem einzigen erwähnenswerten Sozialkontakt, ja, den sie hat, so ihrem guten Freund Hugo Warnecke. Mhm. Ja, Freund und Kollege. Ich stelle mir so vor, dass sie jeden Tag so ein DIN A4 großes Blatt mit rausschleppt und dann zu Hause wieder so zusammenklebt einen Tesafilm. Aber der gute Mann ist kein Love Interest, sondern einfach nur ein Bekannter. Man weiß es nicht so genau. Man weiß es nicht so. Ich glaube, er ist ein bisschen mehr. Ja? Also, aber es ist so der einzige erwähnenswerte Mann in ihrem Leben. So. Mm. Also zumindest in den ersten 30 Jahren ihres Lebens. Okay. Ja? Das heißt jetzt aber nicht, ja, dass sie eine komplette Außenseiterin ist. Ja? Die ist zum Beispiel auch bei jedem Spiel ihrer Betriebsfußballmannschaft so am Start. Ja? Also sie ist schon irgendwie auch integriert, aber sie ist einfach so ein bisschen ruhiger, ein bisschen unauffälliger, ein bisschen nicht so die crazy Type. Ne? Schöner Tapetenmann. Du bist so gut zu mir. Genau, Hugo heißt er. Giselas Freund Hugo. Das ist auch der dann eines Abends plötzlich vor dem Fenster ihres, ich weiß nicht, sagt man da noch Kinderzimmer? Ja. Steht so? Ja. Oder nicht. Er fensterlt. Er fensterlt quasi. Hui. Also er steht da. Das ist am fünften Stock. Das ist eigentlich die Geschichte von Spider-Man. Ah. Nein, er steht da und hat einen Koffer dabei, ja? Und die neue Tapetenkollektion. Da stecke ich dich jetzt rein. Möchten Sie diesen Wachturm kaufen? Nein. Aber für diesen Koffer, natürlich, sucht er in der Nacht ein gutes Versteck. Ah. Was könnte da drin sein? Ich hätte ja ganz romantisch gedacht, dass mit ihr nach Haiti oder so fliehen will. Stinkert es. Da braucht man auch einen Koffer, das stimmt, ja. Oh ja. Wir könnten jetzt ja auch so ein Pulp Fiction Gag mit dem Koffer machen und ich könnte euch einfach die ganze Sendung über nicht verraten, was drin ist. Der MacGuffin. Nee, oder du zeigst es uns einfach, aber keiner von unseren Zuhörerinnen und Hörern. Es ist wunderschön. Nein, es ist natürlich Geld drin, klar. Schnell stellt sich raus, in dem Koffer ist die Kohle aus dem Bankraub, den Hugo kurz zuvor mit seinem Komplizen verübt hat. Also Tapeten war hier eben nicht mehr genug. Ja? Der wollte anderes Papier. Tapeten war eher so ein Hobby von ihm. Und gegen eine kleine Beteiligung verbirgt Gisela den Koffer dann jetzt in ihrem Schlafzimmerschrank. Und an einem anderen Tag steht Hugo dann wieder da. Und diesmal hat er auch seinen Kompagnon mit dabei. Der muss auch in den Schrank. Nein, der heißt Hermann Witthoff, ist Ende 30 und Taxiunternehmer.
Und das ist natürlich der, weißt, der Komplize vom Bankraub, ganz klar. Ja. Und sie ist jetzt ein bisschen hier aufgeregt und außer sich, jo, zwei Männer hier so in dem Zimmer und sie bietet ihnen, hallo! Sie bietet ihnen Wein an, ja, stellt dann aber fest, dass sie keinen im Haus hat. Jetzt rennt sie ganz schnell heimlich zur Tankstelle, kauft eine Pulle und auf dem ganzen Weg ist sie so, sagt sie so vor sich hin, hoffentlich ist er nicht weg, hoffentlich ist er nicht weg, hoffentlich ist er nicht weg. Warum macht sie das? Na, weil sie den Hermann total nice findet, ja. Also der. Ah, damals. Ja. Ja. Jetzt ist der Hugo plötzlich so ein bisschen abgemeldet. Ach, und der Hermann? Ja, ja, der Hermann. Ja, die ja. beiden Haars durch quasi. Ja, ja, du musst schon ein bisschen aufpassen hier. Also. Aber ich finde es tatsächlich gerade in meiner Überlegung und meine Vorstellung der 60er Jahre interessant, dass es da schon Wein in der Tankstelle gab. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Das ist schon, also Tankstellen gibt, die so ein richtiges Sortiment an Sachen und Getränken und Ähnlichem haben. Ich habe da auch kurz drüber nachgedacht. Ich habe, Tankstelle steht in der einen Reihe von Quellen. Es gibt einen Film über das, was ich euch hier erzähle. Das ist aber so ein bisschen. Die drei von der Tankstelle? Nee, der ist ein bisschen frei interpretiert. Und da läuft sie tatsächlich so in die Kneipe gegenüber und kauft dann eine Flasche Wein. Ja. Könnt ihr euch jetzt raussuchen. Also weil ich könnte mir dann eher so ein, keine Ahnung, wie die in Hamburg heißen, also so einen Spätkauf oder einen Kiosk oder sowas eher vorstellen. Aber das kann ja auch einfach sein, dass da so ein Kiosk plus Tankstelle in einem ist, bietet sich ja auch an. Ich glaube, dass in den 60ern das mit den Tankstellen ganz groß im Kommen war und dass es da auch schon sowas gab. Also, das kann natürlich auch sein. Bin ja. ich mir jetzt nicht hundertprozentig. Aber Hermann ist auf jeden Fall nice. Hermann ist auf jeden Fall nice. Und er hat auch ein eigenes Taxi. Ja? Und es ist auch cool, wenn man halt so auf so einem Weg Leute kennenlernt, finde ich, ne? Die so einfach plötzlich vor deinem Fenster stehen. Ich hatte auch mal ein Gerüst vor meinem Fenster stehen und habe ich morgens im ersten Stock den Rollo hochgemacht und dann stand da auch plötzlich jemand. Da bin ich ganz schön erschrocken. Ja, er ist auch ganz schön erschrocken, weil du so erschrocken bist wahrscheinlich. Ich habe mal das Gegenteil gemacht. Ich habe im Erdgeschoss gewohnt, in dem Wohnheim, wo es so um die Ecke rumging. Und ich bin am Fenster gestanden, bis jemand aufgemacht hat. Na, fast. Bis jemand ein Gerüst hingestellt hat. Pass auf. Aus Jux und Dollerei haben wir aus irgendeiner Quatschlaune raus irgendwann einen lebensgroßen Ausdruck von mir angefertigt, also einfach ausgeschnitten, so mit dem Drucker. Existiert das noch? Ausgeschnitten und von innen an die Fensterscheibe geklebt, was dazu führte, dass immer wieder Leute da, die entlang liefen und Hinweis, das war auch der Weg zur Studentenkneipe, die dann da irgendwie abends entlang liefen und dann mega schocken sind, so, da ist einer! Ach, das ist ja bloß, das ist ja Papier! Und dann weitergelaufen sind. Das war sehr amüsant anzusehen. Und dann hättest du dahinter hervortreten müssen und sagen, hallo! Ja, konnte ich tatsächlich, weil einfach dahinter war mein Schreibtisch und das aß ich dann wirklich. Boah, das wäre ganz schön freaky, ganz schön unheimlich. Hermann. Ist Hermann noch da? Ja, Hermann. Oh, was für Dank. Glück. Sie kommt und zurück. Und sie hat Wein. Hermann ist noch da und ihr geht das Herz auf. Eine Woche später sehen sich die beiden schon wieder. Oh. Diesmal allein. Knickety-knack. Ich glaube, Gisela ist auf dem besten Weg, schwer verliebt zu werden. Hui. Ihre Freundin sagt, dass Gisela wahrscheinlich einfach ein Leben lang auf einen gewartet hat, der ihr das Gefühl gibt, dass auch sie, das unauffällige Mauerblümchen, begehrenswert ist. Oh. Ja, und dass da jetzt hier plötzlich steht so ein Mann in ihrem Leben. Wenn wir jetzt schon so viel Harmonie haben, muss es jetzt richtig schlimm werden. Aber hat er denn Interesse? Oder hat er Interesse an ihren Dienstleistungen? Also sagen wir mal so, er hat nicht kein Interesse. Aha. Reicht dir das in dem Moment als Antwort? Ja. Okay. Jetzt, da Gisela ja mehr oder weniger in den entsprechenden Kreisen verkehrt, wittert sie einen Ausweg aus ihrem höchst langweiligen Leben. Ja? Sie sagt, schade, dass ich kein Mann bin. Sagt sie zu Wittorf über seinen, nennen wir es mal, Nebenjob. Ich würde ja so gerne mitmachen. Yeah. Und, aber mich fragt keine. Aber mich fragt keine. Zwinker, zwinker. Zwinker, zwinker. Es dauert auch jetzt ein Jahr, ja, bis sich so eine Gelegenheit ergibt. Und Wittorfs Komplize, der Hugo, der hat jetzt plötzlich Bauchschmerzen, als es an den nächsten Banküberfall geht. Und da ist jetzt Gisela, ja. Könnt ihr euch denken, was passiert? Sie fackelt nicht lange und steigt sofort mit in das Geschäft ihres Liebsten ein. Am 29. Juli 1965 steht die gute Gisela, also in der Elbgaustraße vor der Filiale der Hamburger Volksbank. Sie hat tagelang schon schlecht geträumt, ist furchtbar aufgeregt und sie sitzt so im Auto neben ihrem Hermann und der hält ihr so ein bisschen das Händchen und beruhigt sie so ein bisschen. Und auch hier nochmal ganz kurz, die Filmversion ist jetzt so, sie steigt aus, ja, schnauft nochmal richtig durch, fasst sich ein Herz, geht auf die Bank zu, greift den Türgriff und die Tür ist verschlossen. Mhm. Mittagspause. So. Wow, Hammervorbereitung. sie setzt sich dann wieder ins Auto und sie wollen schon wegfahren und dann kommt doch eine Frau ums Eck und sperrt die Filiale auf. Ich glaube, in Wirklichkeit war es gar nicht so. Also in Wirklichkeit war die Filiale tatsächlich offen. Ich glaube, sie hat. Ja, das ist ja eine lustige Filmidee.
Also ich glaube, das ist alles so ein bisschen, ich würde jetzt ja fast sagen Hollywood-Übertreibung, aber es war ein deutscher Film. Es ist ein bisschen Bavaria Filmstudio Übertreibung. Voll nach, genau. Aber wir haben jetzt im Wesentlichen, stelle ich mir Pulp Fiction vor, sie sind genau. Da jetzt drin, Everyone, this is a robbery. Genau. Nein, so weit sind wir noch gar nicht. Jetzt geht sie rein und knallt einfach 5 Leute völlig sinnlos ab, so meisterschützenmäßig. Und alle so. Also völlig unnötig brutal. Ja. Und hält erst noch eine Ansprache mit irgendwelchen Bibelzitaten. Ja. Und so, ja. Ich werde euch richten. Nein, egal in welcher Variante. Fakt ist, Gisela betritt mit Sonnenbrille, einem Nylon-Kopftuch und einer Perücke ausgestattet, sowie mit einer aufgebohrten Gaspistole in der Hand die Bankfiliale. Also sie sah quasi nie besser aus. Sie sah nie besser aus. Ja, sie hat sich ordentlich ausgeputzt, ja. Sie hat eine Tapete an. Und die Angestellten in der Bank, die sind total baff, dass da jetzt eine Frau mit einer Knarre vor ihnen steht. Ja. Wir haben die 60er, also. Das hatten wir noch nie. Die packen es überhaupt nicht, ja. Während Bankräuber in den 1960ern durchaus mal vorkamen, ja, so ist Gisela Werler an diesem Tag die erste Frau in der Bundesrepublik, die eine Bank überfällt. Ja! Und die Angestellten, und das ist jetzt auch sehr klischeehaft, die Angestellten werden sich später daran erinnern, wie höflich dieser Überfall abgelaufen ist. Oh. So richtig mit Bitte und Danke und so volles Programm. Ja. Wittorf wartet draußen in einem geklauten Käfer. Da läuft er hat sie reingelassen ja, alleine. Ja, klar. Aha, okay. Und bei ihm läuft draußen noch so die Konditormeisterin vorbei, bei der er sonntags immer irgendwie Kuchen holt. Und hallo! Das klingt jetzt doch so ein bisschen. Ja. Und so nach ein bisschen gucken läuft er dann aber doch weiter. Ach so, wirklich Kuchen holt, weil das klang jetzt eher nach... Knickknack, Kuchen holt? Ja. Nee, Kuchen. Ja, alles gut. Keine alles Torte. Gut. Ah, okay. Kein Spritzgebäck. Du grinst halt... Der Möhrenkuchen. Kein Spritzgebäck. Der hat mir nicht viel gegeben, ich glaube, der hat's versteckt, ist das Erste, was Gisela sagt, als sie sich mit klopfendem Herzen auf den Beifahrersitz fallen lässt. Die Beute von 3.100 D-Mark ist wahrhaftig nicht allzu hoch. Nee. Aber das ist an der Stelle auch zweitrangig. Denn ihr habt ja gerade schon geschnuppert. Ne? Der Wittorf hat sie reingeschickt, hauptsächlich, um sie mal auf die Probe zu stellen und zu sehen, ob sie als Frau tatsächlich auch die Eier in der Hose hat, einen Bankraub durchzuziehen. Und, oje, Gisela hat Eier. Ich wollte gerade sagen, mehr als Männer. Ich freue mich so, dass ich ihm meine Liebe bewiesen hatte, schreibt Gisi später in einem Brief. Gisi nennst du sie also schon? Ja, ich finde, wir haben jetzt so viel übereinander und so viel miteinander befasst. Wir sind schon quasi beim erweiterten Du. Ich hatte die Mutprobe bestanden. Aber mit der Waffe ist sie noch so ein bisschen ungeschickt. Ne? Also sie steigt jetzt ins Auto und dann drückt sie erstmal während der Fahrt dem Hermann den geladenen Revolver mit gespanntem Hahn einfach so in die Hand. Und Wittorf erinnert sich, sag ich, das ist jetzt aber leichtsinnig. Du kommst hier mit einer Waffe an, wenn die jetzt losgeht, dann musst du sehen, wie du aus dem Autohall rauskommst. Ich bin dann tot. Vor allem halt, wenn es so ein Gasding ist, dann schießt dir nicht bloß irgendwie so ein Loch vielleicht ins Auto, irgendwie im besten Fall, sondern, naja. Also ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich mir eine aufgebohrte Gasspistole vorstellen muss, aber das ist schon ein relativ fieses Ding, mit dem man relativ böse jemanden wehtun kann. Wehtun war mir zu harmlos. Aua. Wir sind jetzt in einer Zeit, in der Banken noch keine Alarmsysteme hatten und in der Polizei, ich sag's mal mit den Worten des Hamburger Polizisten aus der Zeit, der heißt Günther Prostka und der hat erklärt, wir hatten auf dieser Dienststelle mit 6-7 Leuten noch nicht mal einen Dienstwagen. Wir hatten Privatfahrzeuge und kein Funkgerät, wir konnten also gar nicht miteinander kommunizieren. Wer die Dienststelle verließ, der war nicht mehr erreichbar. Das ist so die Zeit, in der das Ganze jetzt spielt. Ey, man muss sich das einfach vorstellen, das ist einfach nicht so lange her. Naja. Das ist, ja, schon, aber wir reden hier noch eher von der Generation, die jetzt bei unseren Eltern zum Beispiel sehr relevant war. Also man hat darauf vertraut, ein Stück weit, dass die Leute höflich genug waren, keine schlimmen Verbrechen zu begehen. Ja, so ungefähr. Also die Folge aus dem Ganzen ist aber auch, dass in den 1960ern in Deutschland einen regelrechten Bankraubboom gab. Ja. Allein im Jahr 1966 gab es 389 Banküberfälle in Deutschland. Wow! Das sind an jedem Tag eine, mal grob gesagt. Und 4 Jahre vorher waren es 53. Ja. Also das ist eine ganz schöne Steigerung in relativ kurzer Zeit. Und es geht auch quer durch alle Schichten. Vom Bauer bis zum Business-Kasper, vom Soldaten bis zum Polizisten. Alle wittern natürlich hier irgendwie das schnelle Geld. Aber eine Frau? Ja? Fragezeichen? Das klingt jetzt vielleicht albern, aber die Kriminologen in den 1960ern, die gehen fest davon aus, dass eine Frau mental nicht zur Planung und Durchführung eines Bankraubs fähig ist. Frauen, die ihre Männer anstiften, vielleicht, ja. Aber eine Frau, die in eine Bank marschiert und die Waffe schwingt, so, was kommt als nächstes? Dass Frauen Auto fahren? Dass sie wählen? Das ist ja wohl unerhört. Na gut, wählen hatten wir in Deutschland, zumindest hatten wir schon. In den 60ern?
Ja. Ja? Ja. Ich dachte, das kommt später. Wann war das? Ende der 50er? Also ja, hätte ich jetzt okay. schon gedacht. Aber ja, es ist auf jeden Fall noch nicht so stark etabliert gewesen für jeden indiskutabel. Und ich glaube, dass es entweder in der Schweiz oder in Teilen der Schweiz ja noch nicht zum Beispiel Wahlrecht für Frauen gab. Also die, ja, also es ist, ihr ja, wisst aber... Wir müssen uns ja nicht an Kleinigkeiten aufhängen, aber, ich sagen, auf jeden Fall deutlich dem Mann noch. Ja, ja, aber Wahlrecht haben wir jetzt auch gerade dieses Jahr 85 Jahre gefeiert. Also Wahlrecht für Frau. Echt? Mhm. Okay, dann ist da, das habe ich nicht so in der Form auf dem Schirm gehabt. Aber ihr wisst, was ich damit sagen will. Absolut. Nee, nicht 85, sondern wann war es denn? Warte mal, 1919? Ich setze hier mal sicherheitshalber einen Bearbeitungsmarkierer. Ja, ja. Aber und kurz gesagt. Ich schlag das mal nach. Ja, wir haben dieses Jahr Frauenwahlrechtsjubiläum gefeiert. Jupp. 20 Jahre. Tatsächlich, 1918. Ja. Wahnsinn. Die Polizei ist also irritiert, aber sie ist auch beeindruckt. Ja. Die Presse überschlägt sich vor Freude. Aber ich wollte gerade sagen, die Frage ist für mich noch so ein bisschen eine Frau könnte nie böse genug sein oder ist nicht ruchlos genug oder nicht skrupellos genug. Was ist denn da die Begründung? Naja, war ja jetzt eher, was du hier gesagt hast, dass sie geistig nicht in der Lage ist, das durchzugehen. Die mentale Kapazität, sowas durchzuziehen. Wow. Das ist die vorherrschende Meinung der Kriminologen. Das habe ich so gefunden. Kein Zitat von mir. Nein, das verstehe ich schon. Aber wie absurd, weil guck dir mal an, wir leben doch in Zeiten nach Folge Gesche. Ja, aber das war ja schon immer, also der heimliche Giftmord, das war ja schon immer ein Zeichen. Aber das kann man wieder machen. Ja. Okay. Ja, ja. Gut. Also man konnte sich auch vorstellen, dass eine Frau, und das ist ja auch irgendwie schräg an der Stelle, dass eine Frau dann böse und ausgepufft genug ist, einen Mann anzustiften vielleicht. Ja, ja das ja. schon. Aber man kann nicht... Man kann sich nicht vorstellen, dass sie so viel Vorstellungskraft hat, so einen Raub zu planen, ja, und ihn dann auch durchzuziehen. Okay. Ich muss gerade nur, also ohne dass das bei meinen Großeltern so der Fall ist, aber wie viele Frauen ihren Mann total unter Kontrolle haben dann, die man so kennt in unserer Generation, finde ich total schön, weil die sind ja in dieser Zeit, wo sie eigentlich so in der Öffentlichkeit deutlich unterstellt waren und als minderwertig betrachtet wurden, waren die ja schon verheiratet, so diese ganz alten 90er-Jahre-Pärchen. Ich glaube aber, dass es schon immer einen großen Unterschied gab zwischen der Öffentlichkeit und dem. Ja, aber das muss krass sein. Weil ich meine, unsere Frauen machen überhaupt gar kein Hehl draus, dass sie halt gleich, also was heißt kein Hehl, es ist halt einfach so, dass sie halt gleich belächelt sind und dass es jeder so ansieht. Aber damals ist ja eine unfassbare Diskrepanz einfach zwischen der Realität und dem offensichtlichen Schein halt irgendwie außen. Ja. Wobei jetzt auch hier wieder, jetzt kannst du ja auch wieder sagen, ist denn wirklich ein gesellschaftliches Gleichgewichtsverhältnis hergestellt oder noch nicht? Da kann man wieder drüber diskutieren, aber zumindest, dass man vor dem Gesetz und Ähnlichem halbwegs gleich behandelt wird, das, glaube ich, haben wir ja schon inzwischen langsam erreicht. Und die Presse ist auf jeden Fall jetzt zu Recht begeistert, weil sowas hat es ja noch nicht gegeben, aber dass die Polizei jetzt damit schneidet, finde ich schon bemerkenswert, weil es ist aber ja nichtsdestotrotz ein Verbrechen. Ganz kurz nur noch, um hier die Sache zuzumachen, wir sind jetzt natürlich fröhlich mal wieder klassisch, drei mittelalte weiße Männer und reden über Sachen, die sie selber nicht ganz so betreffen. Von daher. Hast du mich gerade mittelalt genannt? Nö, uns drei. Freilich bleibt es nicht bei einer Bank. Denn Gisela ist ein echtes Naturtalent. Und der Hugo, der hat auch immer öfter Bauchschmerzen. Und so höflich. Und berät auch gleich die Banken im Gegenzug zur neuen Wahl von Tapeten. Ja. Und empfiehlt dann noch so, die kriegt dann auch so Prämie noch dafür, weil sie da so ein gewisses Tapetenstudio empfehlen kann. Ja, genau. Sie kauft sich jetzt erstmal eine blonde Echthaarperücke, ja, das kostet ein Scheißvermögen, so ein Ding, und zieht mit ihrem Hermann weiter zur nächsten Bank in einen Hamburger Vorort. Kurzer Hinweis, blond ist besonders teuer, weil du bei Echthaarperücken, wenn du die in so eine Art Kopfhaut oder in so ein Netz einfädelst, schöne Grüße hier an die Verwandtschaft, die für Film Maske macht. Da möchtest du das ja mit möglichst wenig Haaren machen, beziehungsweise mit möglichst vielen, die möglichst dicht und dick sind. Und das sind eher schwarze Haare. Blonde Haare sind vergleichsweise dünn. Das heißt, da hast du noch viel mehr Arbeit, diese ganzen echten Haare einzufädeln. Mhm. Okay. Cooler Random Fact. Ja. Na, ist echt gut.
Natürlich spionieren jetzt Gisela und ihr Kollege die Filialen vorher aus. Ne? Ich meine, die sind ja auch nicht doof, auch wenn man es ihr vielleicht nicht zutraut, eine Bank auszurauben. Ja? Sie geht da vorher rein, schauen sich das an. Und sie wollen ja auch keine mit Alarmsystemen erwischen. Ja? Also es gab dann schon vereinzelt mal eine Bank mit Alarmsystem, aber es war jetzt nicht flächendeckend und nicht vernetzt und nicht annähernd so wie heute. Diesmal geht dann Hermann auch mit rein und er überredet einen der Kassierer, sogar den Tresor zu öffnen. Schau mal, soll er dann zu Gisela gesagt haben, da brauchen wir bis Weihnachten nicht mehr ran. Denn die Beute diesmal waren höchst respektable 40.000 D-Mark. Wow! Das ist schon eine andere Hausnummer. Aber hallo. Die Bankangestellten, die sperren sie in den Keller, von wo die sich dann nach, ich glaube, nach 17 Minuten selber befreien. Da sind die aber schon längst über alle Berge. Fräulein Bankräuber kassierte wieder mit dem Revolver. Titelt am nächsten Tag die Hamburger Morgenpost. Aber auch interessant, dass sie nicht Frau schreiben, sondern annehmen, sie sei nicht verheiratet. Interessant, ja. Das würdest du heute niemals mehr machen, eine Frau öffentlich als Fräulein zu titulieren, außer sie stellt sich sehr als ja fast schon mädchenhaft und jung da. Aber diese strikte Trennung mit Frau und Fräulein, ja, die hat man ja heutzutage nicht mehr. Also absolut. Du kannst auch einer unverheirateten Dame durchaus Frau sagen, glaube ich. Ja, ich glaube, das würde mega auffallen, wenn du Fräulein sagen würdest. Ja, ja. Ja, das sagt man eher so scherzhaft dann vielleicht zu einer besonders, wo man sicher weiß, dass es eigentlich nicht passt. So, ne? So wie wenn zu uns einer sagt, junger Mann. So. Das wird mir mal tierisch auf. Ich wollte gerade sagen, das ist ja, finde ich, fast schon das Fräulein. Ist eher so ein, von den Eltern so ein, jetzt hör mal. Ja, so geht's aber nicht. Vor allem, wenn ich es zu meinem Sohn sage. Nach diesem zweiten Banküberfall soll Monika Lüneberg, eine Kassiererin in dieser Bank, auf dem Polizeipräsidium Fotos durchsehen, um die Räuber zu identifizieren. Das Problem ist, in der Verbrecherkartei sind nur Fotos von Männern. Ist es eine von diesen Personen? Ich weiß nicht. Der vielleicht? Keiner kann sich vorstellen, dass eine Frau überhaupt so kriminell sein kann. Oh Mann. Lüneberg sagt später sogar noch, ich hatte erst eigentlich nicht so ganz hundertprozentig an eine Frau gedacht. Ich dachte, das ist ein Mann mit einer Perücke. Ich habe einer Frau das eigentlich nicht zugetraut. Aber ich wollte gerade sagen, mir fehlt jetzt noch, dass die ersten Männer auf die Idee kommen, hey, da mache ich Trittbrettfahrer. Psycho. Und zieh mir mal eine Perücke auf, was vielleicht mega schäbig aussieht, aber weil es gerade in der Presse so hoch hergeht, dass ich mich da dranhänge. Interessante Denke. Aber also selbst die Frau, die auf der anderen Seite von dieser Knarre stand, zweifelt da noch dran. So. Mhm. Selbst die, die es miterlebt hat. So. Für mich ist das, also Gisela ist irgendwie wie so ein super Bösewicht mit Hitzeblick in einem Land voller Schneemänner. Ja, so irgendwie kommt es mir vor. Sie hat die Superwaffe. Vielleicht auch noch interessant, für die Bankleute gab es keinerlei psychologische Betreuung oder dergleichen. Ja? Mhm. Die waren allesamt am nächsten Tag wieder hinterm Schalter und in der Folge natürlich auch saumäßig misstrauisch gegenüber neuen Kunden. Ich wollte gerade sagen, gab es dann hier schön einen Fernet Branca und dann geht's weiter. Boah, Fernet Branca ist so widerwärtig. Und die sind auch immer schön zusammengezuckt, wenn einer mit Sonnenbrille irgendwie reinkam. So, ja? Also das war schon so eine echt spannende Zeit, um in einer Bank zu arbeiten. Auch andere widerwärtige Schnäpse. Wollen wir noch ein bisschen über Alkohol reden? Oder soll ich? Können wir machen. Trinkst du Schnaps? Eigentlich nie. Okay. Das wird ein kurzes Gespräch. Ich trinke komplett kein Bier und kein Wein und höchstens mal einen Cocktail, aber das ist eher so einer oder zwei im Jahr. War ein kurzes Gespräch. Und was trinkst du dann? Wieso? Was ist dann der Alkohol, der, also ich meine, Dominik und ich, wir schütten ja alles in uns rein, da gibt es keine Besonderheiten, aber wenn du wirklich nur zwei im Jahr trinkst, dann ist ja schon, dann wählt man ja schon sehr überlegt wahrscheinlich. Eher so süß und pappig, also so Pina Colada und Konsorten. Okay. Ich habe nämlich jetzt überlegt, ob du deswegen nachfragst noch, weil ein Cocktail dann zeitnah nach ihr benannt wird. Irgendwas mit Alsterwasser, sonst wie. Jetzt interpretiert mal nicht zu viel hier. Ich wollte einfach nur Konversation machen. Das ist überhaupt nett. Nach diesem zweiten Raub fährt das Gangsterpärchen zu Gisela nach Hause. Sie treiben jetzt auf einen Geldstapel. Hat sie irgendwelche Pläne damit gerade? Kommen wir gleich zu. Ich muss jetzt schnell noch was anderes droppen. Auch wenn ich nicht mit Sicherheit sagen kann, dass Gisela das jetzt erst bemerkt. Ja? Im Film kommt sie erst viel, viel später drauf. Aber sicher hat sie es irgendwann gemerkt, der Hermann, der heißt eigentlich überhaupt nicht Hermann. What? Der heißt Peter. Auch das noch? Und er ist verheiratet und hat ein Kind. Ei. Und ihr könnt euch vielleicht vorstellen, dass der nicht nur Gisela, sondern auch das Geld vor seiner Frau vielleicht so ein bisschen auch geheim halten will.
Mhm. Ja, klar. Und deswegen feiern sie dann ihre erfolgreichen Raubzüge dann immer bei Gisela zu Hause. Da machen sie dann Holiday, wie sie es nennen, ja, kippen erstmal das ganze Geld so ganz klischeehaft auf ihr Bett, wälzen sich ein bisschen darin. Da gibt es Kalbsteaks, Pilze, Henkeltrocken, Scotch und Jeverpilz. Ja. Ein heimlicher, aber irgendwie auch unheimlicher Luxus in der Zeit. Und die Eltern spannen das natürlich auch so ein bisschen. Ja. Und denen erzählt sie, dass ihr Freund mächtig Glück am Roulette-Tisch hat. Gisela und Hermann Peter ziehen weiter von Bank zu Bank. Das Muster ist immer dasselbe. Freitag vor Geschäftsschluss fahren die beiden in einem geklauten Käfer mit falschen Nummernschildern bei der ausspionierten Filiale vor. Klaut ihr immer einen neuen? Ja, ja. Wirklich? Wirklich? Ja, klar. Na gut, aber in der Zeit, wenn du dir die Sicherheitsmaßnahmen anguckst, da konntest du halt mal mit ein bisschen Draht zwicken und einem Ich finde es sehr Hügel schön, weil ich aufmachen. Genau an der Stelle einen kurzen Einschub zum Thema Käfer. Ah, oh, wunderschön. Zum Thema Käferknacken. Der ist so gut als Fluchtfahrzeug geeignet, weil er so leicht zu klauen war. Ja? Zitat Hermann, das war das beste Auto dafür. Man fand ihn an jeder Ecke, er war schnell, er war zuverlässig und man hatte ihn ja in 2 Minuten wieder vergessen, wenn man ausgestiegen ist. Ja, und das nächste ist, selbst wenn du sagst, oh, ich suche einen grauen Käfer, ja, welchen? Ja, und zum Starten muss man wirklich nur ein paar Drähte unterm Lenkrad zusammendüngeln. Ja? Mhm. Also das, ich habe da ein YouTube-Video gesehen. Muss man einfach nur irgendwie den Draht vom Anlasser verlängern, auf die Batterie klemmen und dann, Show notes. Dann läuft das Auto. Es gibt sogar eine VW-Werbung aus der Zeit mit 2 Bankräubern, die sowas sagen wie, ich habe dir ja gesagt, du hättest einen VW-Käfer nehmen sollen, dann wären wir schon längst weg. Und dann kommt die Polizei ums Eck und fangen Käfer. Die natürlich mit dem Käfer. Ja. So. Ah. Das sagt schon viel über auch über die Wahrnehmung des Verbrechens Bankraub an sich so irgendwie in der Zeit aus, finde ich. Mhm. Also zurück zum Allgegenwärtig. Die beiden gehen rein, wobei sich Gisela nicht mit Hände hoch und Geld herüberleihen abgibt, sondern ganz freundlich und höflich darum bittet, dass man ihr doch das Geld bitte einpacken möge, wenn auch mit gezogenem Revolver und gespanntem Hahn. Also, gibt es da Tonbandaufnahmen irgendwann von ihr? Nein. Ich fände es sehr spannend, wie die Frau klang. Also ob sie eher eine hohe Stimme hatte oder eher eine markante Tiefe. Aber von ihr selber muss ja was geben, oder? Also von ihr gibt es dann, glaube ich, schon was. Ja, aber nicht während des Bankraubs. Ja. Naja gut, heute hätte man da was, so Überwachungskameras und so, keine Ahnung. Glauben wir, dass sie Ton haben, tatsächlich nach wie vor? Ja, aber dass man vielleicht irgendwann sagt, oh, man hat noch irgendwo jemand sein Handy mal mitlaufen lassen oder irgendwas irgendwo. Jetzt hätte ich mich fast verplaudert zu was ich später noch, aber egal. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn du auf den Alarmknopf draufhaust, dass dann tatsächlich spätestens dann auch Audio mit aufgenommen wird. Also ich meine, es gibt ja heutzutage Fahrzeuge, die, wenn du anrempelst, dann gehen 4 Kameras an und dann filmen die Umgebung von dem Auto und so. Ne? Ja, oder also, selbst ohne Anrempeln läuft die ganze Zeit eine Kamera schon mit. Und macht Karten für Google? Nee, das ist dann wieder was anderes. Erst Dashcam-mäßig. Ja, gibt's auch. Aber Gisela, eine sehr höfliche Bankräuberin. Ja. Sie bedankt sich auch artig und irgendwie muss man ja dem Klischee einer weiblichen Bankräuberin auch dann gerecht werden, so ne, an der Stelle. Macht sie noch einen Hofknicks? Ja, so ungefähr. Nach dem Überfall brausen sie dann in ihrem geklauten Käfer davon, steigen kurz darauf aus, lassen den stehen, laufen kurz, um dann in eines von Hermanns Taxen umzusteigen. Das ist dann eins mit so einem präparierten Geheimfach unter der Rücksitzbank, wo sie dann das Geld verstauen und da hocken sie dann drinnen, hören den Polizeifunk ab und planen dann, wie sie weiter. Aber du hast gesagt, er ist Taxiunternehmer, aber ich habe gedacht, er hat halt ein Taxi, aber er hat wirklich ein Unternehmen mit mehreren Taxen? Ich glaube, er hat mehrere Taxen, ja. Okay. Aber auch genial, weil auch ein Taxi verschwindet halt einfach in der Masse so schnell. Ja, genau. Ein Taxi besuchen, glaube ich, flexibel, was irgendwie Untertauchen angeht und so. Also auch da bin ich mir bei meinen Quellen nicht ganz klar. Im Film ist er ein verschuldeter Besitzer von einem Taxiunternehmen. Das, glaube ich, stimmt so in der Form nicht, aber er wird immer als Taxiunternehmer bezeichnet. Mhm. Und die Quellen lassen darauf schließen, dass er irgendwie halt mehrere Taxen hat, mit denen er da irgendwie. Aber weiß sie jetzt von seiner Familie? Also ich gehe mal davon aus, dass sie an der Stelle schon davon weiß. Aber sie macht trotzdem weiter. Ja, sie macht es offensichtlich nicht nur, um ihm zu gefallen. Doch, auch. Naja, gerade wenn sie in ihn verliebt ist, dann will sie ihn nicht verlieren. Ja, weißt du? Ja, verstehe schon. Oh Mann. Wenn sie das 10-mal gemacht haben, erzählt Hermann später, dann ist das nicht anders, als wenn sie zum Brötchen holen gehen. Und weil gemeinsames... Er hat so viel Erfahrung? Mit Bankrauben? Ja, der davor schon mit seinem anderen Kumpel. Ja, aber wie oft denn? Ja, mehr als 10-mal. Offensichtlich. Wow! Und weil gemeinsames Brötchen holen auf eine romantische Art und Weise ja auch irgendwie verbindet, verliebt sich Gisela also jetzt wirklich hoffnungslos in ihn. Ja? Also trotz Frau und Kind, so, sie ist wirklich unsterblich verliebt. Bei seiner Gefühlslage bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich bin mir relativ sicher, dass da was läuft, auch mitunter. Ah ja.
Ich war blind vor Liebe, schreibt Gisela in jener Zeit in ihr Tagebuch. Er war für mich der Größte. Also bei ihr ist die Lage relativ klar. Ist ja auch großartig, dass sie darüber Tagebuch führt. Während jetzt die Öffentlichkeit nicht so recht weiß, was sie von der Banklady, ja, so wird sie von der Presse dann getauft, was sie von, das weiß auch der Film, wenn ihr dann irgendwann mal danach... Die Banklady. Die Banklady. Großartig, das klingt so 60er, 70er Jahre Film. Genau. Also während die Öffentlichkeit nicht so recht weiß, was sie von dieser Banklady halten soll, raubt sich Gisela einfach munter weiter von Bank zu Bank. Und das bringt natürlich die Presse auf Hochtouren. Ja. Es gibt Comics in den Zeitungen von der Banklady, während so normale Bankräuber ja, so langsam nach hinten in der Zeitung in die Randspalten irgendwo wandern und vergammeln, weil es einfach zu viele davon gibt, füllt Gisela jetzt die Titelseiten im ganzen Land. Ja. Ja. Wie großartig. Ich stelle mir das nur so vor, wie es gibt eine Lokalzeitung aus dem Eck, aus dem ich komme. Die hatte eine ganze Zeit lang, haben sie aber eingestellt, eine Rubrik, die hieß "Und heute auf den Tisch". Und da stand immer ein Rezeptvorschlag drin, aber ohne Rezept. Das heißt, da stand dann einfach sowas da wie Schnitzel mit Pfifferling-Rahmsoße. Einfach nur vorgeschlagen. Ja, und dann keine Erläuterung, kein Rezept, nichts. Gute Idee. Das haben sie irgendwann eingestellt. Und so stelle ich mir das auch vor, so "Und heute Bank ausgeraubt, Sparkasse Mögeldorf". Ja, aber jetzt nicht in Giselas Fall, denn da steht ganz groß auf der Titelseite zum Beispiel "Revolvermädchen erbeutet 45.000 Mark". Jetzt ist schon das Revolvermädchen. Oder "Schon wieder Bankraub mit Stöckelschuhen". Mann, oh, das zieht alle Klischees raus. Das Hamburger Abendblatt bezeichnet sie später sogar als Chefin der gefährlichsten Bankräuberbande der Nachkriegszeit. Mhm. Kurioserweise ist die Öffentlichkeit ganz, also was heißt, es wundert mich eigentlich nicht so arg, aber die Öffentlichkeit ist irgendwie auf der Seite von Gisela. Ja? Das wundert mich auch gar nicht. Ich glaube, und der Spiegel pflichtet mir dabei, das hat was. Spiegel pflichtet mir bei, ist halt einer der besten Sätze, den du jemals gesagt hast. Das hat was mit erotischen Fantasien zu tun. Ja? Mhm. Auf Spon ist zu lesen, also Spiegel Online. Schnell stieg Gisela Werler zum Mythos auf. Die Zeitungen feierten sie mal als psychisch Kranke, ihrem Mann Hörige, mal als eiskalten Vamp. Ihre langen Beine heizten die erotischen Fantasien der Schreiberlinge an. Aha. Also sie wird schon auch zu was stilisiert, was sie vielleicht in der Form nicht ist. Und sie hat ja auch eine blonde, lange Perücke auf, was ja ihre Attraktivität vielleicht gut tut noch. Ja, sie wirft sich halt jetzt ordentlich in Schale, ne? Und das ist für sie schon auch dann interessant, ne? Wenn sie dann so ein Feedback kriegt. Vom Mauerblümchen. Ja. Aber ich wollte gerade sagen, gerade von diesem, ich bin eher so die wenig beachtete Dame, die zwar im Geschäft professionell agiert, aber jetzt nicht so viel Aufmerksamkeit kriegt, hin zu dem, ich meine, wie viel mehr Aufmerksamkeit als ein Bankräuber oder Bankräuberin kannst du kriegen in dem Moment. Leider kommt jetzt für sie schon viel zusammen. Ne? Es fängt alles an mit, da ist ein Mann, der ihr Aufmerksamkeit widmet. Oh, und ja, das so auch noch. Aus welchem Grund jetzt an der Stelle mal auch immer, das sei jetzt mal dahingestellt, aber plötzlich ist da ein Mann, ja. Und dann geht es so weiter und plötzlich interessiert sich die ganze Nation für sie und macht sie zur, jetzt mal übertrieben gesagt, zur Sexbombe so ein bisschen, ja. So, ja, die Comics, ja. Da hat sie irgendwie einen Mantel an, der knapp über die Hüfte aufhört und ellenlange Beine und Stöckelschuhe und so, ja. Schon eine ganz schöne Entwicklung in relativ kurzer Zeit. War das nicht auch die Zeit von Brigitte Bardot? Also wenn sie jetzt zur Sexiest Woman Alive gewählt wird, bin ich ernsthaft überrascht. Naja, also ich habe die ja dann auch mal gesehen. Ganz so weit würde ich jetzt nicht gehen. Nur Miss Germany. Es ist ja vor allem dieses Appeal und die Wahrnehmung, was da ja viel ausmacht. Auch die Polizei schreibt über Gisela. Die schreibt, gesucht wird Frau mit blonder Perücke und Sonnenbrille. That's it, mehr wissen wir nicht. Ja, tatsächlich. Was? Moment, die hat schon über 10 Überfälle und mehr haben sie nicht. Ja, sie ist jetzt noch nicht ganz so weit, aber er hatte ja schon mehr Überfälle, bevor die sich überhaupt kennengelernt haben. Aber sie hat jetzt schon auch ein paar Bangen auf dem Kerbholz. Okay. Es gibt unterm Strich null brauchbare Rückmeldungen auf die Fahndungsaufrufe. Ja? Aus der Bevölkerung ist quasi da nichts. Ja? Das ist ja völlig absurd aus heutiger Sicht, wo du das Gefühl hast, wenn irgendwo jemand ein bisschen was gemacht hat, ist oft sehr schnell ein Phantombild da und dies und das und hast du ja nicht gesehen. Also auch mal vielleicht ein kleiner Spoiler oder eine kleine Vorschau auf, was ich später noch an Zahlen mitgebracht habe. Raube ist, glaube ich, die offizielle Mehrzahl. Das klingt aber falsch. Bankraube. Räubereien. Bankraube. Bankraubverbrechen ja, haben eine Aufklärungsquote von über 70%. Glaube ich sofort. Heutzutage. Also, das finde ich ja erstaunlich wenig. Jahreweise sogar über 80. Also bei uns im Dorf haben sie versucht, die Filiale quasi zu überfallen, aber nachts. Und das Ding ist, dass du halt den Tresor nicht mehr aufkriegst.
heutzutage. Ja. Also die haben halt dann so viel Schaden angerichtet, dass die Filiale für immer geschlossen werden musste, weil es sich nicht rentiert hat, die Nummer aufzumachen. Lass uns das kurz aufheben. Ja? Okay. Merkt das mal, da steigen wir später nochmal drauf an. Ja? Die geht heute rum und schließt Filialen zu einem großen Festakt. Auch Phantomzeichnungen bringen die Ordnungshüter nicht weiter. Ja? Vermutlich, weil Gisela ihr Outfit auch regelmäßig wechselt. Ja? Also sie hat neue Masken, neue Kopftücher, irgendwie jedes Mal irgendwie neues Kleidchen. Dafür geht auch viel Geld drauf. Ja? Also sie kauft sich jetzt auch richtig schöne Klamotten, die sie dann in ihren Schrank hängt. Das Hamburger Polizeipräsidium ist insgesamt ziemlich ratlos. Ja? Ein Tipp führt sie ins Rotlichtmilieu. Sekunde, sie ist immer noch nur im Raum Hamburg unterwegs? Ja, Großraum. Also halt so auch Vororte mal, aber Hamburg ist ja okay. Groß. Aber jedes kleine Furzkaff hat eine eigene Raiffeisen und eine eigene Sparkasse. Ja, ja, klar. Also ja, ja, aber in Hamburg gibt es irgendwann sagen, Garantie. Hier, die haust hier in der Gegend rum, wie bereiten wir uns mal vor? Nee. So okay. Nicht. Die sind ratlos, ja. Ich meine, die haben noch nicht mal Polizeiwagen. Die haben noch nicht mal, okay. Noch ja. Nicht mal ja. Streifenwagen. Das muss ja. Man sich mal vorstellen. Ja, ja. Eine Polizei, die mit Privatautos ausrückt. Ein Tipp für die Polizei jetzt ins Rotlichtmilieu. Ja, angeblich soll die Banklady dort verkehren. Vollkommener Quatsch, wie wir wissen. Aber weil das die einzige Fährte ist, schickt die Polizei die Angestellten der ausgeraubten Banken jetzt durch die Kneipen von St. Pauli, um dort nach Gisela zu suchen. Ich wollte gerade sagen, wenn sie jetzt ins Bordell geschickt und ja, ermitteln. Das ist, ich hätte gedacht, dass jetzt so ein blöder Karlauer kommt. Also ein Riesenspaß, ja. Wieder eine Kolonne Anzugträger und Kostümträgerinnen mit der Polizei im Schlepptau über die Reeperbahn tingeln. Ja. Natürlich auch völlig ohne Erfolg. Aber die Variante, die der Film hier zeigt, ist sehr schön. Das lasse ich jetzt mal offen. So, das, schaut euch den Film mal an. Den kann man, also es ist ein deutscher Film, aber okay. den kann man sich schon mal angucken. Okay, schön. Zu Hause und auf der Arbeit hält Gisela den Anschein des treu-doofen Nesthäkchens weiter aufrecht. Ja. 2,5 Jahre lang. Kurze Frage, arbeitet sie immer noch normal Vollzeit? Ja, ja, ja. Als eine der reichsten Frauen in Nachkriegsdeutschland achtet sie darauf, beim Geldausgeben nicht zu sehr aufzufallen. Es sind eher die kleinen Dinge, die sie sich gönnt. Eine Minibar, ein Fernseher mit Musiktruhe, neue Gardinen, den ersten Urlaub in ihrem Leben in Büsum. Neue Tapeten. Na, die hat sie ja eh schon, ne? Ach, stimmt. Außerdem Führerschein, ein gebrauchter Käfer mit Faltdach. Und wow. Also das sind dann schon die auffälligeren Sachen. Ja. Das fällt doch eigentlich schon auf. Die Nachbarn tuscheln, ja. Zumindest behaupten sie das Jahre später in dem Fernsehinterview. Okay. Also ich weiß nicht. Ja. Es war gerade so wenig, dass man es noch gerade so erklären konnte. Ich meine, sie hat einen Stecher, ja. Und wenn der Kohle mitbringt, den die Nachbarn nicht kennen, dann weiß es ja nicht, ne? Wo dann das Geld herkommt letztendlich. So. Aber es war jetzt kein Lamborghini. Aber ich wollte sagen, vielleicht wurde aber auch einfach gerettet, weil die Leute immer was zu reden haben. Das auch. Und ich meine, sie wohnt zu Hause, ja. Also sie kann ja auch die ganze Kohle, die sie irgendwie erarbeitet, einfach ansparen. Dann ist so ein Führerschein und so ein gebrauchter Käfer vielleicht schon mal irgendwann drin, ja. Man weiß es nicht. Aber die Nachbarn hinterher sagen sie, ja, das haben wir doch gleich gewusst, so nach dem Motto. Mit den Eltern fährt sie dann auch schon mal am Wochenende im Hamburger Umland so ein bisschen umher. Außerdem kauft sie der Mama gekochten Schinken, gleich 200 Gramm auf einmal. Ja, also, dass das niemandem aufgefallen ist. Schinken. Während Gisela jetzt an ihrem Nordseeurlaub weilt, sie ist da ohne Peter, denn der muss mit seiner Familie in den Urlaub. Währenddessen trifft ein anonymer Brief bei der Hamburger Morgenpost ein. Ja, da steht, dass eine gewisse Heidi Sänger unter falschem Namen an der Nordsee in einem Hotel abgestiegen sein soll, zusammen mit ihrem Komplizen Manfred Sänger. Und das könnte vielleicht die Banklady sein. Wie wir wissen, ist es aber nicht so. Wie wir wissen, ist es nicht so. Ja. Ist aber lustig, weil dieser Manfred ist tatsächlich ein gesuchter Kleinkrimineller. Nein. Und deshalb macht sich die Polizei mit diesem Hinweis sofort auf, um dieser heißen Spur nachzugehen. Sie umstellen da, also auch da wieder verweise ich auf den Film. Im Film ist das so ein richtiger Showdown-Moment, ja. Die Polizei umzingelt den Bunkerlo und schießt alles kurz und klein. Was? In Wirklichkeit gibt es aber tatsächlich, also versuchen sie, diesen Mann zu stellen. Es gibt eine Verfolgungsjagd und auf der wird er erschossen. Ach, Mann. Wow. Und das alles wegen einem anonymen Hinweis auf ein Verbrechen, mit dem er überhaupt nichts zu tun hat. Und er hat auch nicht unbedingt den Tod verdient für das, was er getan hat wahrscheinlich. Er ist halt ein gesuchter Kleinkrimineller. Ja, Kleinkrimineller. Also, ich finde es schon krass, ja. Also, ja. Aber hallo, bis gerade war es eigentlich noch so ein, also bis gerade hätte man es noch so fröhlich lustig verfilmen können mit lustiger Musik drunter und das ist jetzt aber entweder ein bisschen schwarzhumorig oder. Oh. Ich wollte es gerade sagen, so für schwarzen Humor geht es eigentlich ganz gut. Ja. Natürlich bekommen
die beiden von unserem Gangster-Duo das mit, ja. Und das rüttelt vor allem den Hermann so ein bisschen durch. Ja. Er denkt jetzt darüber nach, aufzuhören. Gisela aber träumt von einem Leben zusammen mit ihrem Hermann Peter. Moment, kurze Frage. Ist denn sie, die mit im Auto war, auch gestorben? Oder ist nur er geflogen? Nein, nur er. Nur er. Okay. Weil sonst hätte ja sie tatsächlich auch die Möglichkeit gehabt zu sagen, alles klar, anscheinend, wenn man es der Presse nachliest, haben die jetzt irgendjemand erschossen, der so aussah wie die vermeintliche Bankräuberin, dann könnte ich jetzt aufhören und keiner denkt mehr, dass es ich wäre, weil alle denken, das ist die Verstorbene. Ja, aber ich glaube, dass wenn man dann ihren Nachlass untersucht hätte, hätte man schon dann viele Fragezeichen gehabt. Aber wenn man Nachlass, also wenn du sagst, es ist eine der reichsten deutschen Frauen der Nachkriegszeit, dann muss er ja auch gut Knete unterdessen haben. Hast du da A, Informationen, wie der es durchgebracht hat und B, was er für Endziele hatte quasi? Also ja. Weil ich meine, wenn er so reich dann presumably schon war. Also wir reden jetzt gerade an der Stelle gleich über die Endziele. Also sie war so reich, weil Frauen ja in der Zeit quasi kein Geld hatten. Genau. Okay. Deswegen ist sie relativ leicht zu einer der reichsten Frauen des Landes aufgestiegen. Bei ihm, er ist da schon noch eher, also ich möchte jetzt nicht sagen unterdurchschnittlich, aber er ist da nicht so herausragend reich. Auch hier einfach nicht gleichberechtigt und ja, okay. Gut, ich habe es jetzt gerade in den nächsten Absätzen, kommen wir nochmal kurz drauf. Gisela träumt nämlich von einem Leben zusammen mit ihrem Hermann Peter, witzigerweise zu Hause bei ihren Eltern. Das ist so ihre Traumvorstellung, ja, dass er quasi bei ihr einzieht. Ja. Hermann Peter, also sucht euch aus, der träumt von 500.000 D-Mark und damit auch dann einem Ende seiner Karriere als Taxifahrer. So, das ist so die Zahl, die er sich vornimmt, mit der kann er sich zur Ruhe setzen. So. Das ist jetzt nicht so übertrieben viel, das wäre heute 1 Million Euro vielleicht oder ein bisschen, bisschen mehr. Einmal Günther Jauch. Und die Frage kam jetzt ja auch schon mal ein bisschen auf, so, was sagt Peter eigentlich über diese Beziehung? Ja. Er sagt, wir hatten da ein Geschäft und das Geschäft lief gut. Wenn ich einen Partner habe, der mir jedes Jahr 50.000 Mark einbringt extra, dann kann ich den ja nicht hassen, nicht? Das ist ja auch total romantisch von ihm. Voll. Was für ein lieber Kerl. Gisela fehlt jetzt dann immer öfter in der Fabrik. Krank, sagt sie einfach. Ja, aber es gibt dann irgendwie auch den Kollegen so ein bisschen zu denken. Denn einmal kommt sie auch auf die Arbeit und Albert mit einer blonden Perücke in der Fabrik herum. Pack die weg! Und zumindest im Nachhinein fragen sich die Kollegen, ob sie da nicht was hätten merken sollen. Hm. In 2,5 Jahren haben Gisela und Hermann insgesamt 18 Banken überfallen. Eine davon, dreimal hintereinander. Direkt hintereinander. So zur Tür raus, Moment. Das ist ein Überfall, oh, schon wieder. Na, du kannst dir jetzt so die Zeiträume vorstellen, ne? 18 Banken in 2,5 Jahren, da bist du schon relativ gut beschäftigt. Wow. Ne? Also bist relativ unterwegs. Sie erbeuten insgesamt 400.000 D-Mark. Also das ist jetzt das heute. Das finde ich aber erstaunlich wenig eigentlich. Knapp 1 Million Euro. Ja, das ist für 18 Banken jetzt so nicht die Welt. Ja, aber vor allem, wenn du dir überlegst, dass damals ja auch elektronischer Zahlungsverkehr oder auch so ein schriftlicher Zahlungsverkehr im Vergleich zu Banknoten noch nicht so einen großen Stellenwert hatte. Aber die Leute hatten auch noch nicht so diese absurden Reichtümer, die sie heute haben. Also ich meine, das sind ja trotzdem nur die 60er Jahre, wo dann dieser Boom erstmal durch die deutsche Wirtschaft durchgeht, wo diese großen Vermögen, die wir jetzt so haben und die vererbt werden, halt erstmal entstehen. Ja, das ist da auch recht. Und ich glaube tatsächlich, dass so die meisten Banken in so einer großen Stadt auch mehrmals überfallen wurden, einfach so in ihrer Geschichte und dann vielleicht überlegt haben, vielleicht sollten wir keine 3 Millionen Euro in unserem Tresor, also D-Mark in unserem Tresor haben. Könnte ich mir vorstellen. Sie planen jetzt einen letzten großen Coup und der soll sie ein für alle Mal aussorgen lassen. Gisela ist an der Stelle schon längst Geschichte. Ja? Also nicht nur als erste Frau, die Banken überfällt, sondern auch als Teil des bis dato erfolgreichsten Verbrechergespanns der Bundesrepublik. Der Showdown erfolgt dann am 15. März 1967 in der Kreissparkasse in Bad Segeberg. Bad Segeberg, das irgendwie bin ich da immer bei Wilden Westen. Ich weiß nicht, warum. Ist da nicht Winnetou aufgenommen worden? Ja, irgendwie, da sind auch die Filmfestspiele, oder? In Bad Segeberg. Ja, genau. Irgendwie, ist nicht aufgenommen worden, sondern da quasi Filmfestspiele. Ja, ich muss da immer an Wilden Westen denken. Ich weiß nicht, warum. Und dann stellen sie irgendwann fest, die überfallen einfach bloß so ein Set. Ein Filmset. Hinter dieser Wand ist überhaupt keine Bank. Wundern sich, warum kein Geld da ist. Ja. Das war nur fürs Pausenbrot. Das ist ein Schneidemoment. Aber habt ihr jetzt beim Datum aufgepasst?
vor Weihnachtszeit. Das heißt, viel Bargeld in den Filialen. Das Bad Segeberg ist jetzt ein anderes Kaliber als die kleinen Bankfilialen, die so in der Stadt so neben dem Metzger sind. So, ja. Bad Segeberg ist eine große Nummer. Und da sollten jetzt eigentlich die 100.000 D-Mark, die Ihnen jetzt noch fehlen, so bei dem selbst gesteckten Ziel, sollten da eigentlich locker drin sein. Jetzt, ich verweise noch einmal mehr auf den Film, ja, denn da gefällt mir gerade diese Zeit der Vorbereitung auf diesen Banküberfall sehr gut, denn da spielen sich dramatische Szenen ab und ich überlasse eure Fantasie, was ihr davon glauben wollt oder nicht. Jetzt stelle ich mir gerade vor, dass du die Folge einfach vorbereitet hast, indem du den Film einfach geguckt hast und nebenher ein bisschen so rumgekritzelt hast. Das war mein Plan, ja. Aber hat bestimmt mega gut funktioniert, wie ich dich kenne. Ich musste dann noch ein bisschen recherchieren hinterher. Mm. Also, in dem Film ist so, dass Hermann gar nicht mitmachen will. Ja? Der sagt, oh, das ist viel zu groß, die Nummer, und sie sind schlecht ausgerüstet mit ihren irgendwie Pistolen, sie bräuchten dann schon schweres Gerät und so weiter. Ja? Warum brauche ich denn größere Waffen? Keine Ahnung, das ist so die Logik in dem Film. Ja? Okay. Gisela marschiert daraufhin abends ins Polizeirevier. Ja? Sie hat kurz zuvor, war der Kommissar bei ihr zu Hause und hat ein bisschen rumgeschnüffelt. Also sie war dann schon als, war jetzt in dem Film so, ja. War dann schon im Visier der Fahnder und der hat seine Karte dagelassen. Ja? Also sie marschiert jetzt da. Abends zum Präsidium, zeigt dann dem Pförtner die Karte, ja, der winkt sie durch und sie geht in das Gebäude, wo relativ wenig los ist, also wo eigentlich so schon Nachtbetrieb, keiner mehr da. Und dort steht eine Vitrine und hinter der Vitrine ist eine Tommy-Gun. Und sie geht jetzt einfach hin, schlägt die Scheibe ein und nimmt diese Tommy-Gun mit. Und sehr Bonnie-mäßig. Wann macht sie das? Wie, wann macht sie das? Wann tut sie das? Ja, so abends. Einfach so. Ja. Da ist keiner da und das juckern und... Naja, das habe ich jetzt gerade versucht zu erklären, warum da jetzt so... Aber ich bin einfach etwas fassungslos. Das ist mein... Auch hier, man geht einfach nicht davon aus, dass es geklaut wird. Und davon lässt sich Hermann dann schlussendlich überzeugen. So, ja, jetzt haben wir die Feuerkraft, jetzt können wir das machen. Also wie gesagt, das ist jetzt unsere Filmlogik. Mhm. Glaubt, was ihr wollt. Fakt ist, sie haben... Ich will das glauben hier. Sie haben eine Maschinenpistole. Ich glaube, es ist nicht die Tommy Gun, die sie aus dem Polizeipräsidium gestohlen haben. Denn ich glaube, es ist ein Maschinengewehr. Habe ich Pistole gesagt? Okay. Wahrscheinlich eher eine Maschinenpistole. Nein, so eine Tommy-Gun, so dieses Trommel, das ist so ein Trommelgewehr, das ist schon ein richtiger. Ja, aber richtiger wenn das keine solche ist, dann ist es wahrscheinlich eher eine Maschinenpistole. Also egal. Liebe Waffennerds, ihr könnt euch in den Kommentaren drüber auslassen. Oh ja, da muss man echt aufpassen bei unseren Hörern, da könnt ihr jetzt wieder was. Aber ich finde es schön, das ist für alles so und es finde ich ganz, ganz positiv. Nerds gibt, die sich genau für diese eine Sache interessieren und uns dann noch Zusatzinfos liefern. Bin gespannt, ob es da draußen noch Bankraub-Nerds gibt. Aha. Da würde ich mich gerne mal mit einem austauschen. Das wäre cool. So, also Filmende. Ja, glaubt's oder glaubt's nicht. We need a bigger gun. Es ist schön anzusehen in dem Film. Es ist völlig übertriebener Mumpitz, aber es ist ganz nett. Was die beiden jetzt übersehen haben, dass die Polizei schon so ein bisschen mit einem Überfall in Bad Segeberg gerechnet hat. Ja? Das ist so die Bankfiliale, so, ja, das ist so das Eldorado. Ja, ja und wenn, wie gesagt, die da auch so lang schon so aktiv sind, gerade in dem Landkreis. Der weiße Wal, so der, keine Ahnung, mehr Analogien fallen mir nicht ein. Und sie haben natürlich jetzt da einen Alarmknopf installieren lassen. Und das große Freiheit, das sind die große Käse. Ja. Jetzt marschieren die da rein. Gisela kann jetzt mit vorgehaltener Waffe einen Bankangestellten tatsächlich davon abhalten, den Knopf zu drücken. Ja? Ein zweiter schafft es aber heimlich, auf diesen Knopf zu drücken. War das schon ein stiller Alarm? Das war ja. Also das ist nicht so, dass dann die Sirenen, also die Glocken losgehen, weil ich meine, da ist ja auch... Johannes Kufschmitz hat den Alarm gedrückt. Diese Person hier. Das ist im roten Pfeil drauf. Ja. Er war. Fadenkreuz. Ich weiß nicht genau, wie das dann... Es geht wahrscheinlich dann irgendwie über die Telefonleitung oder wie kriegen die dann... Geht so ein Lämpchen an im Präsidium? Das Fettsignal wird halt... Auf der Karte oder... Keine Ahnung. Jedenfalls 18.10 Uhr ja, wird der Alarm ausgelöst. Und... Unglücklicherweise steht zufällig in dem Moment der Streifenpolizist Hermann Bauer schon in voller Montur und mit laufendem Motor in einem Polizeibus auf dem Parkplatz des Präsidiums. Der winkt jetzt noch schnell zwei Kollegen herbei, die eigentlich schon Feierabend haben und zu dritt fahren die sofort los Richtung Bank. Also das geht schon mit dem Zufall zu, dass die so sauschnell so hier an der Stelle reagieren können. In der Sparkasse kooperieren dieses Mal die Angestellten auch nicht. Ja, sie widersetzen sich sogar. So, das muss man sich mal vorstellen. Ja. Sie leisten einfach den Anweisungen nicht Folge. Wie unhöflich. Ja, und geben sich insgesamt ziemlich aufmüpfig. Eine Kassiererin wirft mit einem brennenden Adventsgesteck nach den Tätern. Kurz Moment, dachte ich mit Kot. Advent, gleich der
Bankräuber brennt. Die Banker nehmen am Ende sogar die Verfolgung der beiden durch die Hintertür der Bank auf. So, vollkommen absurd, ja. Der Witthoff ist davon genauso irritiert wie ich, ja, und schießt nach hinten eine Salve auf die Verfolger ab, trifft einen, der Kassierer, am Oberschenkel. Au. Die anderen drei rennen weiter. Sie denken aus irgendeinem mir nicht nachvollziehbaren Grund, dass die nur Platzpatronen in ihren Waffen haben. Und deswegen verfolgen die. Das kann man doch einfach nicht, also okay. Sie, ja, keine Sorge, die bemerken ihren Fehler relativ schnell, weil auch die anderen drei gehen dann gleich von der Kugel getroffen zu Boden. Okay. Die schießen aber ganz schön gut. Ja, gar nicht schlecht so. Ja. Er gibt auch später irgendwie als Aussage zu Protokoll, dass er nur versucht hat, irgendwie nach hinten in die Luft zu schießen, um die zu vertreiben. Aber ich glaube, die Fakten sprechen dafür, dass er schon relativ gezielt gefeuert hat. Ja. Aber das ist eine dieser Dinge, die ganz viele Leute hier in Filmen kritisieren. Dann, gerade im Tatort, schieß doch auf die Beine und nicht den Kopf gleich von dem, der flieht oder irgendwie von dem, der dich bedroht. Naja, das ist ja auch so ein Filmproblem, ja, dass die da immer irgendwo stundenlang in die Gegend rumschießen und keiner irgendwas trifft. Naja. So. Naja. Und wie viele Kugeln James Bond in seinem Revolver hat, ohne einmal nachladen zu müssen oder Pistole oder bald PPK oder wie auch immer. Also Gisela und ihr Hermann Peter flüchten mit dem Auto, just in dem Augenblick, als der 29-jährige Hermann Bauer mit seinen Kollegen bei der Bank vorfährt. Die sehen jetzt den Käfer wegfahren, aber weil sie keinen Funk haben, wissen sie nicht, dass das der Wagen ist, den sie eigentlich suchen. Okay. Glück im Unglück, der Wagen begegnet ihnen kurze Zeit später in der Nähe der Schwimmhalle von Bad Segeberg zufällig wieder und bis dahin haben sie es gerafft. Ja. Also sie, bis dahin ist klar, okay, das sind die, das sind die wir suchen. Und Witthoff muss dann an einer abgesenkten Bahnschranke wenden. Und da schneidet dann Bauer ihm mit dem Polizeibus einfach den Weg ab. Mhm. Ja, die Polizei stellt unsere beiden Verbrecher. Ja, ich wollte gerade sagen, und also, Rückwärtsgang gab es noch nicht? Naja, der versucht da zu wenden und sie schneiden ihm halt dann so den Weg ab, dass er da nicht mehr... Okay. Ja, ich fand mal auch realistisch gesehen, mit dem Käfer fliehen wirklich... Weißt du, was für einen Wenderadius so ein Käfer hat? Einen schlechten? Ja, einen schlechten. Einen großen, würde ich fast sagen. Und wir reden ja auch noch in Zeiten vor der Servolenkung. Also mal eben so irgendwie hier... rumdrehen und bam, ist ja schon eher ein bisschen gekurbelt angesagt. Aber... Unser Hermann geht nicht ohne einen Kampf in den Knast. Er hebt die Maschinenpistole oder die Tommygun, keine Ahnung. Sag einmal, das ist jetzt aber, also es tut mir leid, natürlich in der Hitze des Gefechts und alles, aber ich denke mir, das ist jetzt idiotisch. Er hebt seine Knarre und legt auf den Polizisten an. Okay. Ein Polizist, Spoiler, er überlebt. Er wird sich später erinnern, das war wie bei einem Duell im Wilden Westen. Weiter sagt er, der Bankräuber richtete seine Waffe auf mich und schoss 3 oder 4 Mal. Ich ließ mich fallen wie John Wayne und sah noch das Mündungsfeuer blitzen. Nur dem Zufall und meiner schnellen Reaktion war es zu verdanken, dass ich noch am Leben bin. Dann fällt Werler aus irgendeinem mir ebenfalls nicht nachvollziehbaren Grund das Magazin aus dem Gewehr und er kann in Gewahrsam genommen werden. Unglamourös. Das ist ziemlich, ziemlich unglamourös. Ja gut, aber ich verstehe auch, dass er mit dem Ding jetzt nicht so gut umgehen kann, wenn sie das also, nur für diesen Raub... In der Hitze des Gefechts haben. Irgendwie. Und auch das. Also ich habe auch Quellen gefunden, wo er, nach denen er nicht auf den Polizisten geschossen hat, also wo quasi sofort die Waffe versagt hat. Wie ist es denn im Film? Aber dieses Zitat von diesem, wie ist es denn im Film, ist eine gute Frage, weiß ich gar nicht mehr. Dieses Zitat von diesem Polizisten ist da, ja. Und ich meine, der war dabei, so. Also dem glaube ich schon, wenn er sagt, ich habe Mündungsfeuer aufblitzen sehen. Ja, also sie verhaften jetzt den Hermann und erst dann checken die Beamten, dass da noch jemand im Wagen ist. Ja, die Gisela hat derweil versucht, sich zwischen den Sitzen irgendwie zu verstecken und so zwischen der Rückbank und Sitze irgendwie zu klettern. Aber sie entgeht der Staatsgewalt nicht. Und die Polizei nehmen die jetzt mit. Sie checken aber nicht, wer ihnen da ins Netz gegangen ist. Ja, das wird ihnen erst später klar. Weil auch sie nicht die einzigen Bankräuber sind. Ja, ja. Und auch Zeit halt. Genau. Sie wissen nicht, dass das jetzt genau die Banklady war. Ja. Erst als am nächsten Tag bei Bauer das Telefon klingelt, der eigentlich dienstfrei hat, und sein Vorgesetzter sagt, sofort herkommen, ihr müsst Interviews geben, hier steht ein Presseaufgebot. Ja, das ist natürlich ein ganz großes Ding. Und kurz darauf wird auch noch Giselas Kumpel Hugo, ja, der ja auch irgendwie bei dieser ganzen Bankgruppennummer mit drin hing, und noch ein weiterer Komplize, den sie hatten, wo ich aber nicht genau... war der jetzt überhaupt langfristig noch dabei? Naja, da jetzt bei der Sache mit Gisela nicht, aber halt mit dem Hermann Peter hat er ja vorher schon Banküberfall. Kontakte geknüpft und da, ja. Also sie haben auch noch einen Komplizen, Gerd Jordan, ich weiß nicht, was der, ich habe nichts weiter gefunden, ja. Gerd Jordan. Vielleicht hat der das Fluchttaxi bereitgestellt oder keine Ahnung, ich weiß nicht, was der genau gemacht hat. Aus der Wochenschau über den Prozess am 6. Februar 1969 am Landgericht Kiel. Die Neugier treibt.
Man muss sie sehen, die erfolgreichste Bankräuberbande der Nachkriegszeit und ihren Star, die 34-jährige Gisela Werler. Oh. Das Arbeitermädchen. Sie bleibt so gelassen wie früher beim Kassieren. 400.000 Mark in 2,5 Jahren. Das Urteil, 9,5 Jahre Zuchthaus für die Lady. 4 Jahre weniger als ihr Geliebter. Denn der Landgerichtsdirektor ist der Ansicht, sie war sich der Schwere ihrer Taten nicht bewusst. Also es ist erstens unglaublich wenig Jahre und zweitens Sexessen. Im Moment, warte mal, wie lange sie, wie lange er nochmal? 9,5 und er hat 4 mehr, also 13,5. Genau. Ah, okay. Aber das ist unglaublich wenig. Ja, es ist nicht. Nein, ich habe es einfach akustisch verstanden. Aber also die eigentliche Message ist, sie verkauft sich halt auch vor Gericht als das Frauchen, ja. Arme naive Ding. Gut, aber also. Ich wusste ja nicht besser. Der Mann. Sie beteuert immer wieder, dass sie nur aus Liebe gehandelt hat, ja. Und ja. Noch im Gerichtssaal. Thing for love. Noch im Gerichtssaal schwört sie ihm die ewige Liebe und Treue, ja. Im Film. Oh, no, won't do that. Wusstest du, dass da um Strip-On geht? Ich war jetzt so hier in einem romantischen Vibe, ja, weil im Film er sich sogar noch schützend vor die Gisela stellt. Und dann sowas. I will always love you. Okay. Oh, ist das romantisch. Entschuldigung. Und, boah, es fällt mir schwer, mich zu konzentrieren. Mir ist ein bisschen kurz hoch. Es passt halt insgesamt auch voll ins Bild, ne? Das Frauchen, eigentlich unfähig, ein solches Verbrechen überhaupt zu begehen. Der böse Bankräuber, der das ausnutzt, Klischees passt. Alle. Ja gut, aber dass sie das dann auch macht, verstehe ich ja voll und ganz. Alles in Glück, da haben ja sicherlich auch die Anwälte zu geraten, ne? Es hilft ja auch dann keinem, wenn sie dann 4 Jahre mehr kriegt. Deswegen kriegt er ja nicht weniger, so. Ja, wahrscheinlich. Er hat immerhin auf einen Polizisten geschossen. Ja. Also Klischee passt, alle sind zufrieden. Naja, nicht alle. Zitat Mama. Mit der Gisela sind wir fertig, uns so an der Nase herumzuführen. Wir haben alle nichts Anständiges anzuziehen und für das Essen reicht es auch kaum und sie raubt sich das viele Geld zusammen. Vor allem aber nicht der Vorwurf, dass sie das überhaupt macht, sondern dass sie nichts abgibt. Ja, genau, sie ist nur traurig, weil sie von der Krone nichts gesehen hat, außer vielleicht den 200 Gramm Schinken. Das ist aber schon krass, dass sie, das ist aber schon bemerkenswert, dass Mama und Papa nichts abgegeben hat. Naja, dann wäre es ja vielleicht auch irgendwie leichter aufgefallen. Okay. Ja, so. Spannend ist, dass in der Prozesspause die beiden sich noch verloben. Ja. Was? Ja. Aber ist er nicht doch verheiratet? Ja. Details. Und das Erste, was Gisela macht, nachdem sie 1974 wegen guter Führung entlassen wird, ist zurück in den Knast gehen und in der Gefängniskapelle den frisch geschiedenen Peter Werler heiraten. Oh. Jetzt kann ich es endlich sagen, sie heißt nämlich eigentlich gar nicht Werler, aber in keiner Quelle steht ihr Mädchenname. So. Aber wenn ich euch am Anfang schon verraten hätte, dass er eigentlich Werler heißt, dann hätte ich ja jetzt hier das schöne Ende versaut. Mhm. Ja. Aber die Äußerung ihr gegenüber, wie du ihn zitiert hast, die waren ja nicht sehr amorös. Also was ist denn da jetzt los? Naja, sie waren jetzt aber auch nicht komplett unamorös. So, ja? Also er hatte schon was mit ihr und er hat schon das so ein bisschen runtergespielt nach außen hin. Aber ja, und ich glaube, dass ihm die Aufmerksamkeit sicher auch, also naja, ist es nett, weil er dann diese Bankräuber mit ihr machen kann. Und aber ich meine, das schmeichelt dem Ego ja schon. Naja, kann ich mir schon vorstellen. Ich glaube, der wichtigste Punkt ist, dass seine Frau wahrscheinlich einfach auch nichts mehr mit ihm zu tun haben will. So jetzt. Ja. Ja. Und ja. Bevor ihr gar nichts habt, nehme ich lieber. Gisela wartet halt auch einfach 4 Jahre auf ihn. Also plus die 9 oder was, es waren ja dann nur 7, glaube ich, die sie verbüßt hat. Aber auch die Zeit, die er noch im Knast sitzt. Ich bin fast sicher, dass die Mama das auch nicht so geil findet. Die Gisela hat sich ja jetzt schon ganz schön verändert, auch durch diese Bankraube. Ne? Sie ist immer selbstständiger, selbstbewusster geworden. Sie hat sich als Mensch, glaube ich, auch enorm weiterentwickelt. Ne? Du meinst, du könntest es eigentlich heute so als Coaching oder so Selbsterfahrungsding verkaufen? Ja, wenn sie nicht tot wäre, könnte da sicherlich einiges. Jochen Schweizer Gutschein, Banküberfall. Genau, sie könnte vielleicht einen spannenden Podcast machen. Ja. Ihre Freundin sagt auch, dass sie das alles eigentlich nur für den Peter gemacht hat. Ja. Sie sitzt jetzt da und wartet die 3 Jahre, die Peter noch im Gefängnis sitzt, bevor er dann auch vorzeitig entlassen wird. Und der Tag der Entlassung ist auch der schönste Tag in ihrem Leben, wie sie sagt. Denn endlich können die beiden zusammenleben. Ja? Oh. In einem beschaulichen Leben, in dem es hin und wieder mal ein neues Auto gibt und jedes Jahr 4 Wochen Zelturlaub. Ein Großteil der Beute ist 200 niemals, Gramm Schien. Niemals gefunden worden. Ein Großteil der Beute ist nach wie vor verschollen. Nein, wirklich? Ja? Ach Quatsch. 1985 ist Peter dann aber geschäftlich wieder auf dem Finanzsektor unterwegs. Mm.
Die Elmshorner Bank für Gemeinwirtschaft muss dran glauben. Zur Altersvorsorge, wie er später vor Gericht aussagen wird. Ob die Banklady an dieser Nummer auch beteiligt ist, kann bis heute nicht nachgewiesen werden. Mm. Also er wandert wieder in den Knast, mal für eine Weile. Und das macht ihre Beziehung aber nichts, sie bleiben zusammen. Ja. Im Jahr 2003, nach 31 Jahren Ehe mit Hermann Peter Wittorf Werler, sucht euch aus, verstirbt Gisela Werler im Alter von 69 Jahren in Hamburg. Mm. Sie lebt bis zuletzt in einfachen Verhältnissen. Ihr Ehemann folgt ihr 6 Jahre später, im Jahr 2009. Oh. Oh. Du klingst enttäuscht. Naja. Was schätzt ihr so? Wie viele Bankräuber gab es so jährlich in den 60ern, in den 90ern und in den 2010ern? Boah, in den 2010ern? Also natürlich auch selbst in Nürnberg wüsste ich jetzt schon 3 Banküberfälle, die in den letzten Jahren probiert worden sind. Aber redest du so einen richtig erfolgreichen oder? Also okay. Du hast ja schon gesagt, dass die Statistik schaffen. Genau, dass es halt irgendwie 365 plus knapp gab in den Ende 60er. Und dann gab es ja wahrscheinlich schnell eine Gegenbewegung. Dann wurde Funk auch günstiger und so. Also würde ich vermuten, dass die Hochzeit so Anfang der 70er vorbei war. Und dann in den 70ern ist schon irgendwie auf 200 vielleicht runtergegangen ist. Bis dann auf 100 in den 80ern, auf 50 in den 90ern. Und jetzt ist es so im Jahr vielleicht noch 20. Also Ende der 1960er. Ich hätte schon noch gesagt mehr heute. Also heute hätte ich noch so auf 40, 50 trotzdem noch getippt. Es gibt ein schönes Zitat von einem, ich glaube, einem Polizisten aus einem Artikel, den habe ich auch hier irgendwo verlinkt. Der sagt, Banken überfallen heute nur noch Idioten, so ungefähr. Nein, Ende der 60er waren es circa 200. Also es wurden ein bisschen weniger schon im Verlauf der 1960er Jahre. In den Jahren vorher war es ein bisschen mehr. 1993 war das Rekordjahr. Ach, spannend. Mit 1624. Ach, spannend. Wow. Das musst du dich mal vorstellen in Deutschland. Das sind am Tag 5 Banken. Boah, krass. Aber warum? Keine Ahnung. Hat sich gelohnt? Im Jahr 2014 waren es 244 und heute sind es unter 200 pro Jahr. Ah ja. Ja das, doch, so viele. Das Problem heute ist, dass die Aufklärungsquote immens hoch ist. Ja, Videosysteme. Die technische Herausforderung immer weiter wachsen und die Beute auch immer weniger wird, ja. Allein, weil weniger Bargeld auch in den Banken liegt, glaube ich. Genau, die haben ganz krasse, na, kommen wir gleich noch drauf. Statistisch gesehen gestehen die meisten Banküberfälle Donnerstagnachmittag. Okay. Auch ein schöner Random Fact. Die Aufklärungsquote, da habe ich für die 60er keine Zahlen. In den 90ern lag sie um die 60%. Das Rekordjahr 2007, habe ich vorhin schon gesagt, bei fast 85%. Und 2009 immerhin noch bei 70%. Fun Fact, in Wien geben 98% der Bankräuber als Motiv Spielschulden an. Oft gepaart mit Alkohol- und Drogenproblemen. Glaube ich aber sofort. Also das ist schon letzter Versuch ist, da irgendwo rauszukommen und dass das eigentlich so was ganz, ganz Trauriges ist. Es ist schon so, dass das sind die Verzweifelten, die Banken überfallen. Du und ich sehe ja selber, wie sehr in Nürnberg, gerade in dem Wohnviertel, in dem ich ja auch wohne, ist jetzt nicht das Glamouröseste und mit dem höchsten Einkommen, wie viel Spielcasinos da einfach sind und da sitzen halt wirklich am Monatsanfang schon die traurigen Gestalten und hauen ihren Monatsgehalt raus. Das ist echt, echt übel. Ja. Was in den 1960ern aber der Bankraub war, das ist heute die Geldautomatensprengung. Das glaube ich wieder sofort. Das ist ein relativ verbreiteter Sport inzwischen. Geht viel schneller, hat weniger Risiko und dabei geht auch öfter mal so ein ganzes Gebäude drauf. So. Also mal so brennt man eine ganze Bank aus, weil sie sich mit dem Sprengstoff verschätzen. Ich wollte gerade sagen, da gab es ja auch virale Videos, dass irgendwelche Typen rückwärts mit so einem Pickup-Truck in eine Bank reinfahren und versuchen, ein Ding rauszuziehen. Hier so einen kompletten Bankautomat und dann irgendwann mit viel Wumms dran ziehen und dann geht aber das Auto kaputt, weil das Ding einbetoniert ist. Also in Deutschland? Ja. Aber wo ist denn jemals schon ein Automat explodiert in Deutschland? Ich habe das irgendwie noch nie mitbekommen. Habe ich jetzt nicht da, aber ich glaube, im Ruhrpott gab es da so mal eine ganze Reihe von Fällen. Auch so innerhalb von einem Jahr in einem relativ kleinen Kreis, wo dann auch wirklich Gebäude gebrannt haben und alles Mögliche. Also ist jetzt auch nicht das verbreitetste Verbrechen, glaube ich, aber es geht deutlich schneller, als eine Bank zu überfallen, hat viel weniger Risiko, bringt vielleicht auch ein bisschen weniger Geld, aber die Gefahren sind, glaube ich, auch kleiner. Warum genau sind jetzt Bankraube so schwer geworden? In den USA gibt es ja allgegenwärtig Sicherheitspersonal in der Bank. Davon sind wir ja hierzulande noch entfernt. Ich weiß nicht, wie weit. Nee, glaube ich, so weit kommt es wahrscheinlich auch nicht mehr. Aber die Versicherungen machen halt relativ harte Auflagen an die Banken. Also die zwingen deutsche Banken zu einigen krassen Maßnahmen. Ja? Unter anderem Kameraüberwachung, reduzierte Bargeldbestände, unsichtbare Alarmknöpfe, registrierte Scheine, Geldpakete mit
GPS-Sensoren, mit Farbbomben drin, mit Tränengasbomben. Also das gibt es alles bei uns in Deutschland auch. Oh, Tränengas wusste ich wieder noch nicht. Ja, auch Geldscheine, die sich nach einiger Zeit verfärben, gibt es. Tresore, die sich mit einem zweiten Code öffnen lassen, der dann aber einen Alarm auslöst. Aha, clever. Tresore, die sich nur zeitverzögert dann nach mehreren Minuten öffnen. Geldauszahlungen, die ab einer bestimmten Höhe erst nach mehrminütiger Wartezeit durchgehen und so weiter und so weiter. Also gibt schon sehr viel Dinge, die es relativ ungeil machen, unspannend machen, eine Bank zu überfallen. Die Strafen auf der anderen Seite sind relativ drastisch. Ja? Du kriegst bis zu 15 Jahre für einen Banküberfall. Das finde ich eigentlich für, also wenn das tatsächlich ohne jemanden zu verletzen abgeht und nur ums Geld geht, finde ich das ganz schön krass. Aber das Thema hat man schon, also Kapitalverbrechen im Sinne von nicht groß oder schwerwiegend, sondern was mit Geld zu tun hat, werden übermäßig hart bestraft bei uns. Ja, und auch abschreckende Wirkungen und so, ne? Das ist dann schon auch wichtig. Du kannst schon allein 3 Jahre kriegen, wenn du mit einer Waffe in eine Bank läufst. Egal, was du dann tust von da ab. So. Allein wenn du mit einer Pistole da reinmarschierst, kannst du schon 3 Jahre kriegen. Das wäre ein krasses Gesetz in USA. Wobei ich, also keine Ahnung, irgendwie Waffe führen überhaupt irgendwo in der Öffentlichkeit oder irgendwas, meine, das verstehe ich ja schon, dass das irgendwie einfach, dass das nicht geht. Ich habe jetzt noch ein paar deutsche Bankraube, weil ich ja gern nach so einem Thema noch ein bisschen weiterrede. Von amerikanischen fange ich lieber gar nicht erst an, weil das ist mir morgen noch hier. Jetzt sitzen wir noch. Und reden über Schießereien mit Sturmgewehren und Körperpanzerung und so richtig krassen Shit. Gibt es mindestens eine spannende Dollop-Folge zu. Und GTA 5. Und GTA 5. Ich habe ein paar persönliche Highlights und aus der deutschen und 3 und 2. Bankraubgeschichte. Ich muss 1, 2 aussparen, weil da die eignen sich vielleicht mal noch an anderer Stelle. Die kann vielleicht nicht. Also wundert euch nicht, wenn einer fehlt. Deshalb ist es auch keine Top-Irgendwas, sondern einfach nur ein paar schöne Geschichten in chronologischer Reihenfolge, ja, bevor sich wieder jemand beschwert von euch. Ja, ich gucke euch beide an. Na, chronologisch beschwerst du dich doch immer am ehesten, gerade bei den A's, wenn die nicht in chronologischer Reihenfolge ist. Gar nicht wahr. Wenn du sagst, ich brauche Jahreszahlen, um mich zu orientieren. Ich beschwere mich nur, wenn ich verwirrt bin. Ach, schön. Du, ich, wir, ist doch alles eine fließende Grenze. München, 1971. Zum ersten Mal in der Geschichte deutscher Banküberfälle wurden am 4. August 1971 in München bei einem Raubüberfall Geiseln genommen. Ey. Eigentlich sagt die Headline, die der Merkur der Geschichte verpasst hat, schon alles. Die blutige Geiselnacht von München. Es ist 20 Minuten vor 12, als der Kassierer der deutschen Bankfiliale in der Prinzregentenstraße mit einem Jutesack aus der Bank trat. Mittags. Mittags. Ja. Und da war ein großes Dollarzeichen drauf und er war prall gefüllt. In dem Sack waren 2 Millionen Mark. Wow! Awesome! Das ist das geforderte Lösegeld für die Geiseln. Ah, okay. Der Kassierer ist ebenfalls eine Geisel und er hat die Aufgabe, das Geld in den Fluchtwagen von der Bank zu bringen. Ich habe nämlich jetzt gerade einen Moment gedacht, so ist das jetzt hier ein Geldtransfer von A nach B, einfach in so einem Sack. Nee, also er hat die Aufgabe, das Geld in den Wagen zu bringen. Okay. Auf ihm waren nicht nur die Augen unzähliger Scharfschützen und teils schwer bewaffneter Polizisten gerichtet, sondern auch die von über 1000 Schaulustigen, die unter anderem hinter der Fensterfront des gegenüberliegenden Käfer gebannt zusahen. Käfer, Feinkost, kennt man. Nach dem Kassierer betrat die 20-jährige Ingrid Reppel die Bühne. Auch sie eine Geisel. Sie hatte die Augen verbunden und die Hände gefesselt und ihr folgte eine Gestalt mit auffälliger Kapuze, die aussah wie dem Ku Klux Klan geklaut und rot eingefärbt. Es war Hans-Georg Rammelmeier. Rammelmeier, ein guter bayerischer Name. Einer der beiden Geiselnehmer. In der Hand hatte er eine russische Maschinenpistole aus dem Zweiten Weltkrieg. Vereinzelter Applaus. Was? Von den Umstehenden. Hallo, bei 1000 Schaulustigen, da gibt es einfach auch ein paar Idioten. Wow. Erst als Hans-Georg und Ingrid im Wagen saßen, feuerte ein einzelner Scharfschütze los. Die Menge jubelte. Es folgten... wie wir einfach null als Menschheit und als Gesellschaft irgendwie von mittelalterlichen, hängt sie auf, hurra, irgendwie, da aber brennt die Hexe, wechseln. Auch keinerlei Panik, weil ich meine, wenn Schüsse fallen, gehe ich eigentlich immer erstmal von der Massenpanik aus. Die Menge jubelte. Okay. Es folgten weitere Schüsse von weiteren Scharfschützen und dann auch aus den Maschinenpistolen. Let the bodies hit the floor. Maschinenpistolen der Polizei. Und auch Hans-Georg ballert drauf los, ja. Aber er hat gegen die übermächtige Feuerkraft der Beamten keine Chance. Nee. Das Auto wurde regelrecht durchsiebt. Und das war natürlich jetzt auch für die Geisel nicht so geil, die da schon drin saß. Mhm. Der amtierende Oberbürgermeister Hans Steinkohl, in Klammern von Beruf Chirurg,
lief durch den Kugelhagel zum Auto und zerrte die blutende Ingrid aus der Schusslinie zu einem Notarztwagen. Der Bürgermeister? Der Bürgermeister von München höchstpersönlich. Ach, Mann. Aber es war leider schon zu spät. Sie erlag eine Stunde später im Krankenhaus ihren Verletzungen. Auch der Geiselnehmer wurde aus dem Auto gezerrt. Er starb noch vor Ort im Rinnstein. Anschließend stürmte die Polizei die Bank, wo sie befürchtete, dass Hans-Georgs Mittäter Dimitri Todorov längst ein Blutbad unter den Geiseln angerichtet haben könnte. Hatte er aber nicht. Er wurde festgenommen und zu lebenslänglicher Haft verurteilt. Vor allem wohl der abschreckenden Wirkung wegen. Denn eigentlich 15 Jahre Höchststrafe für Bankraub, aber dem haben es dann noch irgendwie, keine Ahnung. Ausländer als Name. Nee, irgendwie, ich glaube, versuchten Mord und so irgendwie angehängt. Das, aber ja, keine Ahnung. Macht total unfair. Aber das ist auch was heutzutage nicht mehr gehen wird, dass man einfach gnadenlos draufknallt, wenn die Geisel schon im Auto hockt. Das ist schon hart, ey. Ja. Diesen Bankraub im amerikanischen Stil, das war was, das komplett neu in dieser Zeit, ja, für Deutschland. Aber nicht für unsere französischen Nachbarn. Einige Tage zuvor hatten in Toulouse ein paar Bankräuber eine ähnliche Nummer abgezogen und die Polizei hatte sie mit den Geiseln und der Beute ziehen lassen. Und davon hatten Todorov und Rammelmeier Wind bekommen. Oh, und das machen wir auch so. Und wollten das quasi nachmachen. Mhm. Ja, war wohl nix. Nach 22 Jahren im Knast ist Todorov heute wieder auf freiem Fuß. Er lebt in München und ich lasse euch mal einen Link da, wo ihr seine Biografie kaufen könnt. Die steht, glaube ich, auch auf meiner Amazon-Wunschliste. Krasser Typ. Könnt ihr euch an Gladbeck erinnern? Ja, das habe ich tatsächlich einwerfen wollen. Das weiß ich nur als kleines Kind. Ja. Echt? Ja. Das ging komplett an mir vorbei. Das hat meine Mama ganz viel geguckt an dem Tag. Wahrscheinlich haben meine Eltern mich davon ferngehalten. Also ich habe das... Hallo Mama. Was weißt du denn noch? Naja, also im Wesentlichen ist es so, dass halt die zwei Bankräuber halt dann die Geiseln im Auto dabei hatten. Und halt dieses, also wenn der Philipp gerade schon gestöhnt hat, dass halt 1000 Leute zugeguckt haben, war das halt noch viel krasser, die, glaube ich, halt durch die Stadt halt sind und wirklich in Reporter noch mit im Auto saß und halt die Leute halt, die halt wie in so einer Spielstraße halt so karnevalsmäßig halt vor sich hergetrieben haben und das ist leider auch nicht ganz gut ausgegangen. Nee, aber da ist ja schon ziemlich viel Interessantes und Wahres dabei, vielleicht habe ich noch ein paar Dinge, die du noch nicht weißt. Am 16. August 1988, ja, was da in Gladbeck abging, das kennen viele. Also wie gesagt, ich habe es nicht mitbekommen. Aber am Anfang steht auch hier ein Bankraub in der Dresdner Bankfiliale. Der selbst war jetzt nicht so arg spektakulär. Ja. Die sind da reinmarschiert, wurden von einem Arzt gesehen, der die Praxis über der Bank hatte. Also war echt Pech an der Stelle für sie, Zufall. Spannend wird es dann ab dem Moment, als Hans-Jürgen Rösner und Dieter Degowski, so hießen die beiden, mit etwas über 120.000 Mark aus der Bank kommen und da schon die Polizeiautos sehen. Ja. Sie machen auf dem Absatz kehrt, nehmen in der Bank zwei Geiseln, feuern ein paar Mal in die Luft und fordern Lösegeld und ein schnelles Auto. Während sie warten, ruft Hans Meiser in der Bank an und führt für RTL ein kurzes Telefoninterview mit den Geiselnehmern. Quatsch, das wusste ich gar nicht. Das ist so geil, weil da saßen die ganzen Pressefuzzis alle schon in ihren Redaktionen und haben gedacht, ja, und wo sind die Infos und haben auf Ticker und alles Mögliche gewartet. Und dann sagt Hans Meiser, ich rufe halt mal an. Wisst ihr was? Ich rufe da einfach mal an. Das ist echt großartig. Das wusste ich nicht. Wer sind Sie denn bitte? Ja, wer wohl, der Bankräuber. Bitte was? Der Bankräuber. Sie sind der Bankräuber? Ja. Können Sie mir sagen, welche Forderungen Sie über die 300.000 Mark hinausstellen? Was für einen Fluchtwagen wollen Sie denn haben? Das soll die 300.000 Mark fordern, Handschellen fordern. Wozu brauchen Sie denn Handschellen? Das heißt, Sie wollen Ihre Geisel nicht freilassen, wenn Sie die Forderungen erfüllt haben zunächst? Zunächst nicht, wir wollen sie mitnehmen. Wo wollen Sie denn hinfahren? Das will ich nur sagen. Na nun gut, man kann Sie ja mit Hubschraubern verfolgen. Da ruft halt einfach der Hans Meiser mal in der Bank an. Wie abgefahren. Schon geil. Was sagt er am Schluss? Er fragt ihn, wo sie hinfahren. Und der Bankräuber sagt, das werde ich dir doch nicht verraten. Genau. Und dann sagt er, naja, können Sie doch mit Hubschraubern verfolgen. Ja, und dann sagt er, das Gespräch ist beendet. Also okay. Quasi. Das wäre jetzt zu blöd. Das ist mir jetzt zu doof hier. Das fand ich schon relativ spektakulär. Wow. Nach stundenlangen Verhandlungen machen sich die Geiselnehmer mit nochmal 300.000 Mark, also dem Lösegeld, zwei Geiseln und einem gestellten Fluchtwagen auf den Weg nach Norden. Wenn auch nicht auf direktem Weg. Weil sie keine Polizei sahen, ja, sie hatten einen Peilsender im Wagen und wurden deshalb nicht so direkt verfolgt, haben sie sich da so, glaube ich, relativ sicher gefühlt, hielten erstmal an, um Essen und Alkohol zu kaufen und dann nochmal in der Apotheke und noch ein paar Schlaftabletten zu besorgen. Man hätte alle Dinge tun können, um das friedlich ausgehen zu lassen. Was heißt friedlich? Schauen wir mal. Vergleichsweise, ja. Sie wechseln dann das Fluchtfahrzeug mehrmals. An der Tankstelle nehmen sie dann einen Polizisten, der da irgendwie zufällig war, glaube ich, die Knarre und das Funkgerät weg,
wechseln dann nochmal das Luftfahrzeug. Funkgeräte ist ja eigentlich auch clever. Also sollte man damit mobil Funk empfangen können. Ja, witzigerweise steigen sie so nach mehreren Fahrzeugwechseln dann in ein Fahrzeug, das die Polizei drapiert hat, ja, und auch wieder mit Peisen und ich glaube sogar mit Mikrofonen ausgestattet hat. Und das haben sie halt an einem relativ prominenten Ort da in der Nähe abgestellt. Und, das ist ja schon ein bisschen mies. Und die sind reingetappt und haben halt genau das geklaut quasi und sind damit dann Richtung Münster gefahren. So voll Coyote-mäßig. Und unterwegs, auch spannend, lesen sie noch die Freundin von einem der Geiselnehmer auf, ja, die dann auch noch plötzlich hier so mit in der Nummer drinsteckt. Ja. Hallo! Und also wir müssen auch gar nicht alle Details aufarbeiten. Ja. Die Polizei, da hast du schon recht, bekleckert sich in der Sache nicht mit Ruhm. Ja. Irgendwann am nächsten Tag fahren sie weiter nach Bremen, krallen sich dort einen Linienbus mit 32 Fahrgästen. Ach, und das sind so die Bilder, die damals ganz schön durch die Fernsehlandschaft und durch die Presse gingen. Ja. Denn da wird es auch jetzt richtig absurd. So viele Leute drin, das wusste ich gar nicht mehr. Es folgt das erste Interview vor laufender Kamera. Ja. Auch die Geiseln wurden interviewt mit Pistole am Kopf. Ja. Kurz darauf tauschen Rösner und Degowski 5 Geiseln gegen 2 Reporter. Ja. An einer Raststelle fängt die Polizei dann die Freundin des Geiselnehmers auf der Toilette ab, woraufhin der total ausflippt, ja, und er sich aufführt und sofort die Freilassung von seiner Freundin fordert. Die Einsatzleitung der Polizei beschließt tatsächlich auch, die Frau wieder gehen zu lassen. Mhm. Sie ist aber schon weggebracht worden und der Schlüssel der Handschellen, mit denen sie gefesselt ist, ist abgebrochen und steckte im Schloss. Nein. Und deshalb gab es so eine leichte Verzögerung. Und dann ist der Typ ausgeflippt und hat einen 14-Jährigen erschossen in dem Bus. Daraufhin. Also, das ist schon hart. Das ist schon ein ziemlich harter Tobak. Im weiteren Verlauf fuhr der Bus erst über den Polizisten und dann in die Niederlande. Bei der Übergabe... Was für eine Formulierung. Ein Original, Jürgen. Bei der Übergabe einer Plastiktüte, ich weiß nicht, was da drin war, bei der Übergabe einer Plastiktüte löst sich ein Schuss, der die Freundin des Geiselnehmers verletzt und auch den Busfahrer und der so ein kleines Feuergefecht mit der niederländischen Polizei auslöst. Also, der Busfahrer. Der Busfahrer? Nein, der gelöste Schuss. Ach so. Aber das war jetzt noch lange nicht das Ende, ja. Also sie verhandeln dann ein neues Fluchtfahrzeug, kriegen wieder eins, das mit Mikrofon, Peilsender und spannend, einer Funkfernsteuerung für den Motor ausgestattet ist, also wo die aus der Ferne den Motor killen können quasi. Mhm. Von da ab fahren sie dann mit 2 Geiseln im Auto weiter und wieder zurück nach Deutschland. Da steht jetzt die Polizei in den ganzen Krankenhäusern schon bereit, weil sie wissen ja, sie ist verletzt. Ja, sie müssen eigentlich irgendwie sie versorgen. Aber das ist den Geiselnehmern ziemlich wurscht. Die fahren einfach an den Krankenhäusern vorbei, halten irgendwann mal an der Apotheke, an der Bäckerei, an dem Fotogeschäft, was ich auch bemerkenswert finde. Und in Köln ist es dann, kommt zu dem, was du gerade schon angedeutet hast, umringen. 3 Liter Entwickler her damit. Umringen die Pressevertreter dann den Fluchtwagen, sodass die gar nicht richtig weiterfahren können und machen halt ein Interview nach dem anderen. Aber das finde ich so absurd, dass die Presse so gut mitverfolgt hat, wo die sind, nicht der nur die Hammer, Polizei. Ja. Mit in dem Pulk der Pressevertreter Frank Plassberg. Nein, doch, wirklich? Kennt man heute auch. Wahnsinn. Dessen Sender später aber das Interview nicht ausstrahlt. Ah ja. Also, okay. An der Stelle schließt sich auch die Polizei in Zivil mit in den Pulk und bis ganz nah an die Täter ran. Ich glaube, dass einer sogar schon den Arm so ein bisschen um den Täter gelegt hatte. Und der Plan war eigentlich, den einen zu greifen und den anderen einfach zu erschießen, ja, okay, der noch im Wagen war. Ja, der andere saß im Wagen, hat irgendwie die Knarre an die Geisel gehalten und der andere stand draußen und hat Interviews gegeben. Ihnen war aber von ihren Vorgesetzten der Waffengebrauch untersagt worden. Und so entscheiden sie sich im letzten Moment, das abzublasen und sich wieder zurückzuziehen. Die Geiselnehmer haben davon nichts bemerkt. Einige Journalisten, darunter Udo Röbel, der später Bild-Chefredakteur wird, einige Journalisten boten sich den Verbrechern als Lotsen an und fuhren teilweise sogar ein Stück im Fluchtwagen mit. Und weil irgendwer bei der Polizei vergessen hat, die Funkfernsteuerung für diese Motorfernabschaltung mit einzupacken, von der ich euch gerade erzählt habe, rammen sie später das Fluchtfahrzeug einfach. Ja, also sie fahren mit einem schwer gepanzerten Mercedes dann einfach irgendwie drauf. Ja? Und das ist jetzt so, dafür werden sie später schwer kritisiert. Das ist so quasi am Ende des Zuständigkeitsbereichs der einen Polizei, so dass man eben das Gefühl hat, naja, wir müssen die jetzt schnell noch cashen, weil sonst irgendwie sind sie bei den anderen so ungefähr. Wir brauchen jetzt noch schnell diesen Erfolg. So. Also das wirkt ein bisschen überstürzt. Und dann gibt es Blendgranaten, Schüsse. Ja? Eine Geisel stirbt von der Kugel, von dem Geiselnehmer. Eine zweite konnte sich in den Straßengraben retten, wurde aber auch von der Polizeikugel getroffen. Der Rösner
wird ebenfalls angeschossen. Degowski war kurz zuvor schon an einem Kreislaufkollaps irgendwie zusammengebrochen. Ja, der liegt irgendwie regungslos im Auto. Also alles in allem eine mega spannende Nummer, ja. Aber ganz schönes Massaker. Die Polizei halt auch nicht ins beste Licht drückt. Mhm. Ja. Es hagelt Kritik, aber nicht nur an der Polizei, sondern auch in der Presse. Logischerweise auch an der Presse. Ja. Ja. Interessant finde ich, dass im Nachgang daraufhin der Pressekodex erweitert wird, sodass Journalisten heute keine Geiselnehmer mehr interviewen sollen. Ja. Der Pressekodex ist ja jetzt nicht zwangsläufig verbindend, ja. Oder? Also das ist so, so ein Ehrenkodex. Du kannst da eine Rüge vom Presserat bekommen, aber im Grunde gibt es keine wirkliche Bindung. Ja, du hast keine Konsequenzen. Also du bietest ja Leuten eine Bühne, die gerade was Schlimmes tun. Genau. Also sie sollen keine Geiselnehmer mehr interviewen und sie sollen auch keine eigenmächtigen Nachforschungen mehr anstellen bei solchen Verbrechen. Ja. Die Geiselnehmer waren dann lebenslang in Haft. Eine davon, ich weiß gar nicht, welcher von den beiden, mit anschließender Sicherungsverwahrung. Die Freundin, die mitgereist ist, ja, die kriegt auch noch 9 Jahre. Mhm. Finde ich auch. So was Bescheuertes, da einzusteigen. So mega. Einfach, ja. Einfach total dumm. Ja, den cleversten Eindruck haben die jetzt auch nicht gemacht und sie ist wahrscheinlich jetzt auch nicht gerade gefährdet, den Physik-Nobelpreis zu gewinnen. Da gibt es so viele YouTube-Videos und alte Dokumentationen und Tagesschau-Zusammenschnitte aus der Zeit. Das ist so mega spannend, ey. Da habe ich irgendwie Stunden mit zugebracht. Das heißt, ja, aber das ist wirklich was exzellent dokumentiert ist. Also, ja. Rösner steckt aktuell in dem Programm zur Resozialisierung. Degowski ist nach 30 Jahren in Haft seit Februar unter neuem Namen wieder auf freiem Fuß. Wirklich? Ja. Ach was, jetzt dieses Jahr? Seit Anfang dieses Jahres. Ah ja. Es gibt auch auf YouTube eine Sendung mit Plassberg und einer der Geiseln. Der war damals 7 Jahre alt und saß mit in dem Bus. Und der tourt heute so ein bisschen auch manchmal so alle 10 Jahre mal wieder durch wenn die wieder Presse. Mal Jubiläum ist. Ja, genau. Und da gibt es eine Sendung auch, wo er mit Plassberg dann irgendwie in so einer Talkshow sitzt. Das ist auch ganz, ganz spannend. Und also ich packe die ganzen Links alle mal in die Shownotes. Gab es eigentlich einen Journalist, der danach öffentlich gesagt hat, wir haben da Fehler gemacht, das war eigentlich nicht in Ordnung, denen so eine Bühne zu bieten und der Polizei im Weg zu stehen? Viele. Dadurch, dass der Kodex angepasst wurde, hast du ja also den Hinweis, dass es halt irgendwie aufgestoßen ist. Ich habe auch ein Interview mit Hans Meiser, ich glaube mit dem Typen von Massengeschmack TV, wenn ich mich nicht täusche. Da war auch sehr selbstkritisch und sehr offen und sehr ehrlich mit dieser Holger. Keine Ahnung. Also jemand, dessen Popularität dadurch stark gewonnen hat, es ist halt immer leichter, sich danach für was natürlich zu entschuldigen, was dir den Popularitätsschub schon gegeben hat. Ja. Weil den nimmt dir niemand mehr und danach kannst du immer noch mal beliebter werden, wenn du sagst, ah, oh, das war das Falsche, was ich gemacht. Ja, aber immer noch besser so, als wenn du hinterher das dann aufs Blut verteidigst. Und ja, oder glorifizierst. Aber wenn du dann mit der größeren Reichweite, die du hast, auch noch Schaden anrichtest, so klar. Ist auch bescheuert. Die haben sich alle scheiße verhalten, die meisten wissen es, ja, und gehen da auch halbwegs offen damit um. Also krasse Nummer. Na gut, man kann ja auch sagen, rückblickend ist es natürlich immer einfach zu verurteilen, gerade wenn es was neue Situationen angeht. Klar. Zwischen 1989 und 2005 machte die sogenannte Opa-Bande in 14 Banküberfällen auf sich aufmerksam. Also Opa so wie Opa. Opa, der jüngste der drei Täter war 64, seine Kumpanin 73 bzw. 74. Sie erbeuteten in 16 Jahren Aktivität, also ich meine, da waren die ja dann irgendwie 90 oder was, also der Hammer, über 1 Million Euro, mitunter schwer bewaffnet. Warum die Polizei jetzt, und das ist der eigentliche Gag dran, warum die Polizei so lange gebraucht hat, die Ding festzumachen, Zeugen hatten die Bankräuber als älter beschrieben. Also noch älter. Nee, als älter, ja, Begriff älter fiel in der Zeugenbeschreibung. Ja. Und die Polizei hat daraufhin nach 40- bis 50-Jährigen gefahndet. Ah. Weil die sind ja schon älter als der typische Bankräuber. Also auch ein ziemlich amateurhafter Vorgehensweise. Ziemlich. Ja. Letztendlich wurde das Trio geschnappt, auch spannend, weil die Polizei irgendwann gecheckt hat, dass die Operbande immer am ersten Donnerstag nach der Zeitumstellung aktiv wurde und sich einfach dementsprechend auf die Lauer dann gelegt hat. Also die haben da ersten Donnerstag, also zweimal im Jahr. Na, immer im Herbst halt, wenn es dann schon dunkel wurde quasi, so am späten Nachmittag, ja. Okay. Und dann immer an diesem Tag, wo es dann irgendwie zum ersten Mal dunkler wurde. Frag mich nicht, warum genau, das war so deren Ding. Das ist so wie die, ich musste an die feuchten Verbrecher denken, die wie heißen die feuchten Banditen? Aus Kevin allein zu Haus? Das ist unser Markenzeichen, wir sind die feuchten Banditen. Und dann lassen sie doch immer die Wasserhähne laufen und stopfen. Aber was für Arschlöcher eigentlich sozusagen. Die klauen erst die Sachen, haben eigentlich alles, was sie brauchen und dann überschwemmen sie einfach das Haus noch, damit möglichst viel kaputt ist. Ja, nur stumpf, dass sie halt ein Markenzeichen haben. So doof. Es gibt von Wired, gibt's ein Video, wie ein Chirurg quasi alle
Verletzungen, die die beiden Einzelhaus erleiden, halt analysieren und die werden halt irgendwie 16 Mal tot oder so. Und es gab so eine Splatter-Variante, wo sie nachträglich mit so Filmeffekten die ganzen Verletzungen sozusagen auch splattermäßig noch dargestellt haben, in den Originalfilmen aber rein retuschiert. Okay, cool. Das war halt für diese Szene, das heißt, irgendwie, wenn da halt so ein Bottich auf ihn drauf fällt aus 3 Meter Höhe, naja, dann irgendwie knallt er und der knallt mit dem Kopf auf den Boden, dann ist dann halt danach eine Blutlache rein retuschiert. Das klingt sehr spaßig. Ja. Ich brauche jetzt wieder einen Weihnachtsfilm, wir haben ja jetzt bald wieder Weihnachten und Kevin allein zu Hause, das habe ich mit meinen Kindern letztes Jahr, glaube ich, geguckt. Wir haben letztes Jahr schon mal über Weihnachtsfilme geredet in dem anderen Podcast, ne? Mhm. Ich glaube, dieses Jahr müsste ich mal Gremlins wieder. Das habe ich schon, das steht mir schon lange, schwebt mir schon lange vor. Aber mit dem Opa, da muss ich immer an den Song von Superpunk denken. Über das, ich bin nicht böse geboren, ich wollte nur neue Zähne für meinen Bruder und mich. Ah, ja. Und ich jetzt mich auch erst gedacht habe, es läuft auf so eine, ich wollte die Rente aufbessern, Nummer raus. Ja. Da habe ich noch einen anderen. Zwischen 1992 und 1998 erbeutete der Besenstielräuber Harald. Der hat nur Besenstiele geklaut, sonst nichts. Harald Zirngiebel bei Banküberfällen rund 5 Millionen Mark. Mhm. Sein spitznamengebendes Markenzeichen. Er sperrte seine Geiseln meistens in den Pausenraum oder dergleichen und verriegelte dann die Tür mit dem Besenstiel. Er wurde gefasst und verurteilt, kam im Jahr 2009 wieder auf freien Fuß. Er hatte daheim 36 Besenstiele. Und auch da möchte ich jetzt wissen, Dominik, sagt dir der Name was? Der wurde später nämlich nochmal verhaftet, weil er 2016 in dringendem Verdacht stand, den FC Bayern München mit einer Bombendrohung erpresst zu haben. Nein! Er forderte Diamanten im Wert von 3 Millionen Euro, obwohl er eigentlich sich so ausgemalt hat, dass er für seine Altersvorsorge nur 250.000 Euro bräuchte. Aber Zitat, ich befürchtete aber, dass ich mich mit so einer Summe beim FC Bayern lächerlich gemacht hätte. Das ist absolut schön. Ich lasse euch mal den Link zum Artikel in der Süddeutschen da. Ja. Dieses Bombenattentat, auf den Dortmunder Bus gemacht hat, der hat irgendwie 18 Jahre, glaube ich, gekriegt. Aber das war ja auch ein krasser Vorsatz. Ja, ja. Also. Ja. Ich meine, der hat es nur angedroht, ne? Der hatte nichts hat darauf hingedeutet, dass der wirklich irgendwo eine Bombe gebaut hätte oder so, ja. Aber fand ich ganz spannend. Aber magst du vielleicht kurz aufklären, was mit dieser Dortmunder Geschichte war, wenn das jetzt noch nicht jede bzw. jeder gehört hat? Also es war vor dem letzten Jahr oder so. Er hat im Prinzip eine oder mehrere Sprengkörper gezündet, die Spieler des FC, des BVB quasi hätte verletzen sollen in seiner Theorie, weil er gewettet hat auf das Spiel, glaube ich. Irgendwie sowas. Ich weiß nicht, er hat irgendwie gegen Dortmund gewettet. Ich weiß nicht, ob er Aktien auf den Verlust der Aktien quasi hochspekulativ gewettet hat oder irgendwie Sportwetten oder sonst wie, keine Ahnung. Und die waren halt unterwegs zum Champions-League-Spiel, soweit ich, oder Fußballspiel. Ich weiß, das ist ein typischer Fall. Ja, aber ich weiß nicht mehr, wie es genau war. Der Bus war leer oder so, ne? Also nein, die waren drin. Die waren Spieler drin? Ja, ja. Die hatten einfach Riesenglück. Eigentlich, der wollte im Endeffekt ja, also wenn er sie nicht töten wollte, weil das ist so schwer verletzen, dass die nicht mehr spielen können und damit der Verein einen Wert verliert. Mhm. Das ist, ich glaube so auch, dass er gegen den Aktienkurs gewettet hat, aber ich weiß es einfach nicht. Okay, krass. Mehr Stories. Ich habe noch eine. Am 27. Juni 1995 betraten um 10.25 Uhr 4 Männer die Commerzbank-Filiale in Berlin-Zehlendorf. Ah, kurze Anmerkung. Den Zeitverlauf der fiktionalen Banküberfall-Szene aus Macho Man, was ja hier so ein lokaler Trash-Kult-Film ist, haben wir jetzt schon übersprungen. Die müsst ihr selber zu Hause nachgucken. In 80er Jahren. Wäre das dann quasi. Ach, genau. Hätte ich den hier noch einfügen sollen? Nein. Diese 4 Männer in dieser Filiale nahmen 16 Geiseln und forderten 17 Millionen Mark Lösegeld. Finde ich auch eine komische Nummer. Nicht auf. Ging dann 18 Jahre ins Gefängnis. Komische Nummer. Geben dann noch 1 Million Trinkgeld irgendwo. Einen Hubschrauber sowie einen Fluchtwagen. Die Polizei umstellte das Gebäude, nahm die Verhandlungen auf und nach einer Weile bezahlten sie 5,6 Millionen Mark in der Hoffnung, damit einige Geiseln freikaufen zu können. Ein Ultimatum ließen die Täter um 3 Uhr nachts ohne weitere Rückmeldung verstreichen, woraufhin sich die Polizei zum Stürmen dann bereit macht. Und eine Dreiviertelstunde später, also 18 Stunden nach Beginn der Geiselnahme, stürmt die Polizei das Gebäude. Und sie waren dann ordentlich überrascht, dass dort alle Geiseln wohlauf drin sind, aber kein Täter. Sekunde, das könnte jetzt in 2 Richtungen ausgehen. A, die sind irgendwie schon rausgekommen. B, so ein Ocean's Eleven-mäßiges Ding wäre bei den Geiseln, ist auch die Räuber selber mit dabei. Also wenn dich so ein Gedankenspiel interessiert, dann schau dir unbedingt mal auf Netflix Haus des Geldes an. Okay. Sehr, sehr, sehr cool gemachte Serie. Mhm.
ganz anders, ganz unamerikanisch. Ich glaube, es ist eine spanische Serie. Ja, auch schon oft empfohlen worden. Jetzt, ja. Gar nicht das, was ich erwartet habe davon. Also langweilt dann auch in der zweiten Staffel irgendwann. Aber die erste Staffel kann man sich echt mal gut angucken. Aber ja, deine erste Vermutung ist natürlich richtig. Sie sind nicht ganz spurlos verschwunden, denn im Keller findet die Polizei dann 200 der 400 Schließfächer aufgebrochen und einen Tunnel, der monatelang wohl von einer nahen Garage aus in Richtung Bank gegraben worden war. Ach, Quatsch. Und dort waren zeitgleich mit den 4 Bankräubern oben weitere 2 Nein. Bankräuber in das Gebäude eingedrungen. Mit wie viel Kohle? Kurzer Hinweis, geil wäre jetzt, das war nur Zufall. Das war andere, hat damit nichts zu tun. Ja, das wäre gut. Mit wie viel Kohle die am Ende abgehaut sind, ist bis heute nicht klar, weil Schließfächer normalerweise ja nicht, der Inhalt nicht gelistet ist irgendwo. Ja. Man geht von insgesamt gut 16 Millionen Mark aus. Wow! Das hat sich rentiert. Mehr als 2 Drittel davon sind bis heute verschollen. Also wenn es denn wirklich 16 Millionen Mark waren. 2 Wochen nach der Tat wurde ein Syrer mit Spitznamen Tunnel-Toni festgenommen. Bester Name. Dessen Werkstatt direkt neben der Garage lag, von der aus gegraben wurde. Mhm. Und über eine weggeworfene Zigarettenkippe kam die Soko Koba für Commerzbank schließlich dann auf die Spur von 3 weiteren Tätern. Und haben die dann gestellt, einen Tag bevor die sich ins Ausland absetzen wollten. Rauchen ist gefährlich. Wollten. Ja, Rauchen ist schlecht für die Gesundheit. Wenn ich es richtig überrissen habe, ich bin jetzt hier nicht zu tief in die Quellen eingestiegen, wurden 9 der insgesamt 11 Täter, die da irgendwie involviert waren, gefasst. 2 weitere sind noch immer auf freien Fuß. Bleibt mehr für die. Bleibt mehr für die. Könnt ihr noch? Ja, natürlich. Na, hallo. Na, viele Geschichten habe ich nicht mehr. Man kann da aber also wirklich mal einfach bei Google Bankraub eingegeben oder Bankraubgeschichte oder Bankraub Deutschland. Das ist so spannend. Ich hätte ewig weitermachen können. Ja. Auch in Brasilien gab es mal einen mega krassen Tunnel, ja, wo die zum Schein ein Blumengeschäft eröffnet haben, von dem aus sie dann in die Bank irgendwie einen Tunnel gegraben haben. Und Blumengeschäft deshalb, weil es dann nicht auffällt, wenn sie die ganze Zeit Erde wegfahren und so, haben da 52 Millionen Euro irgendwie erbeutet. Also Wahnsinn. Aber ich glaube, das habe ich schon mal irgendwo gehört. Und das war eigentlich auch kein Bankraub, das war eigentlich ein Einbruch. Ja. Und war auch nicht in Deutschland, also hat sie hier überhaupt nichts verloren. Im Mai. Hält es uns dann? Keine Ahnung, weil es so schön war. Ich finde es schön, wenn ich mir vorstelle, dass sie dann so tun, also dass sie in dem Geschäft dann den Betrieb zum Schein aufrechterhalten und keine Ahnung von Blumen haben. Nee, eigentlich einen Tunnel graben, aber vorne irgendwie Blumen verkaufen. Ja, aber noch besser, es geht zu gut, dass man so denken, so wie ist denn jetzt beim Presso? Du, aber eigentlich, ey, wenn wir so weitermachen. Das Geld in die Bank bringen. Ja, oder noch blöder, sie verpacken wirklich so, wie so Graberde oder sowas, die Erde, die sie da unten rausbuddeln und alles, oh, die ist voll gut, da gehen meine Rhododendron voll gut auf, da kaufe ich Erde mit. Genau. Im Mai 2000 soll in Lage einige Bankräuber am Tresor gescheitert sein. Ja, sie haben in da versucht. In Dormit. Ja, sie sollen versucht haben, da irgendwie reinzukommen, reinzubohren, irgendwas, Schweißgerät, keine Ahnung. Und so echt muss die Verzweiflung so immer mehr geworden sein. Sie haben dann irgendwann echt am Ende mit ihrer Geduld und ihren Kräften sich einfach einen uralten Schein gekrallt, der da irgendwie in der Bank noch als Muster für irgendwas rumlag und sind abgehauen. Und der war aber viele Millionen Euro wert, weil das ein Fehldruck war. Nee, die Beute waren 5 Mark. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das hat sich mal gelohnt. 2001 in Nürnberg, das kann ich mal auslassen, da gab es eine 12-stündige Geiselnahme. Oh, habe ich null mitbekommen. 2001. Nee, das ist jetzt noch nicht lange her, so gefühlt. Und wo war das? In Nürnberg. Aber weißt du nicht mehr? In Nürnberg. Okay. Wie ging es aus? In Nürnberg. Ah, ich verstehe. 0-0, glaube ich. Ja, in Verlängerung. Ganz ähnlich wie der in Berlin-Zehlendorf war auch der Bankraub 2013 in Berlin-Steglitz, auf den die Polizei erst aufmerksam wird, als ein Feuer in einer Tiefgarage gemeldet wird, aber dann auch in einer nahen Bankfiliale. Und sie dann darauf kommen, dass die beide brennen, weil eigentlich der Tunnel brennt, der das beides verbindet. Und dann fällt ihnen auf, dass da ja jemand irgendwie auf die Schließfächer aufgebrochen hat. Die Soko-Tunnel bewundert die technische Meisterleistung, den Tunnel auszuheben, mit Hunderten von Holzbohlen abzustützen und dabei geschätzt 100 Tonnen Material unbemerkt abzutransportieren. Genau. 100 Tonnen? 100 Tonnen. Und der Typ hat einfach die Schließfächer aufgemacht. Einen waren so Feuerwerkskörper drin, weil einer sich an Silvester mit so Feuerwerkskörper gekauft und denkt, im Sommer zünde ich es an, hat sie drin vergessen. Er hat dabei geraucht beim Ausräumen der Schließfächer und dann fing es brennen an. Ich weiß auch nicht genau, warum das da gebrannt hat. Ob das irgendwie Absicht war oder ob die da irgendwie, keine Ahnung, das weiß ich nicht.
Sie haben auch ist noch, natürlich eine Möglichkeit, dass du ein bisschen Spuren verschleierst, solltest du schon draußen gewesen sein. Aber ist ja bescheuert, ja, weil die sind ja erst durch dieses Feuer überhaupt da drauf gekommen. So, die versauen sich da ja ihre Flucht damit quasi. Ja, wenn sie noch nicht draußen waren, ja, dann schon. Aber auch dann ist der Radius, in dem sie sich aufhalten können, ja, in dem die Polizei suchen muss, erstmal ja viel kleiner, ja, weil die ja noch nicht so weit. Gut, aber ich hätte auf der anderen Seite gesagt, die hätten, vielleicht haben sie ja damit gerechnet, dass zu dem Zeitpunkt die Polizei schon längst unterwegs ist. Vielleicht war es auch ein ferngezündeter Sprengsatz, kann das sein. Ja, also sie mussten auch durch 80 cm Stahlbeton zwischen Tunnel und Tresor, also auch krass, ja, dass man das so. Und das fällt auch null auf, wenn man irgendwie nachts irgendwie mit einem Presslufthammer. Nee, sie haben das, glaube ich, tagsüber gemacht, weil da waren relativ viele irgendwie. Baustellen. Baustellen drumherum und so, das ist gar nicht weiter, glaube ich, aufgefallen. Trotz 800 Hinweisen aus der Bevölkerung musste die Polizei nach 2,5 Jahren die Fahndung einstellen. Nein, wirklich? Nicht mal Aktenzeichen XY konnte helfen. Und wer weiß, vielleicht sitzen die Täter gerade irgendwo in der Copacabana. Und hören uns zu? Baden in geschätzt 10 Millionen Euro und hören vielleicht unseren Podcast. Kudos. Hi, wir haben da so einen PayPal-Button auf unserer Seite. Einen letzten habe ich noch. Wie viel du bist ja die moralische Instanz tendenziell, Philipp. Wie viel Geld würdest du von Bankräubern annehmen? Eigentlich dürftest du gar nichts annehmen. Eigentlich dürftest du es nicht, meine Frage. Was würdest du in Ordnung finden, wenn die uns jetzt Geld überweisen? Ne, gar nichts. Gar nichts. Also, das geht aber. Also, ich meine, du musst auch überlegen, also wirklich Bankräuber bedrohen Leute mit Waffe, von daher, nee. Haben sie ja nicht. Aber da müssen wir ja nochmal die Daten abklären. Wissentlich, ja. Ich weiß. Sie jetzt, die haben ja niemanden bedroht, die sind ja mit dem Tunnel rein, oder? Ja, aber ist es so, dass mir jemand Geld anbietet und mich das stutzig machen müsste? Oder weiß ich, dass die eine Bank überfallen haben? Diese, die jetzt mit dem Pina Colada... Die rufen dich jetzt an und dann komm, bis 100.000 darfst du dir aussuchen. Bist doch verjährt. Oder? Also ich sehe da jetzt auch nicht das Problem. Ja, aber die moralisch... Also von denen, die hier den 14-Jährigen erschossen haben, würde ich nichts nehmen. Ja, aber wenn die niemandem wehgetan haben... Ich glaube, die haben auch nichts. Ja. Ach, deswegen. Ich wusste irgendeinen Grund gehabt. Ich wollte jetzt sagen, wie viel würde ich mir. Ach nee, die haben ja eh nichts. Gut, dass ich es sagte, das habe ich vorhin nämlich vergessen. Wollen wir eine Bank ausfragen? Ja, nein, PayPal war noch ein gutes Stichpunkt. Wir haben nämlich von Christian auch Geld per PayPal bekommen. Oh, und vielen Dank, aber man muss bei PayPal echt aufpassen, wenn man jemandem Geld schickt, hat man die Wahl anzuklicken, ob es quasi Geld an Freunde schicken oder Bezahlung für eine Dienstleistung ist. Und wenn du Bezahlung für eine Dienstleistung machst, was standardmäßig eingestellt ist. Da kannst du es aber auch zum Beispiel zurückbuchen, wenn du sagst, hups, war die falsche Person oder doch nicht oder der hat mich beschissen. Aber dann ziehen die relativ viel Gebühren ab und gerade bei kleinen Beträgen frisst es halt ordentlich einen Teil von dem. Also ist jetzt ein schlechter Zeitpunkt, um darauf hinzuweisen. Aber wenn ihr irgendwie PayPal... Hashtag Geldgeil. Thematisch sind wir super dabei. Wir sind ja auch alles Freunde. Also ich meine, ist ja auch nicht gelogen an der Stelle. So, Bankraub war mal. Einen habe ich noch, dann ist Schluss. 15. Dezember. Ah, das ist ein Jubiläum von dem anderen. 15. Dezember 2015 marschiert ein Dortmunder in eine Bankfiliale in Hemmerde. Er hat seine Spielzeugpistole im Anschlag und sein Gesicht komplett mit Pflastern beklebt. Mit Pflaster. Der war so ein Nelly-Fan, oder wie heißt der? Ja, ich glaube Nelly, oder? Weil eben die Geldübergabe dann zu lang dauert, bricht er die Aktion mittendrin einfach ab. Kurze Frage. Pflaster, so kleine Streifen? Oder kam er irgendwie auf die geniale Idee, ich hole mir jetzt so diese Wärmekissenpflaster, diese Räumepflaster, klebe mir ins Gesicht und krieg mega den roten Kopf. Oh, so heiß. Nee, hier so kleine. Okay. Also der muss auch relativ viel gepopelt haben. Und dann vorher, vielleicht ist das was so, was sich auch beruhigt vielleicht. Und also gibt einen schönen Weißartikel, der auch sich so ein bisschen in den Täter versucht hineinzusetzen. Mhm. An der Stelle. Das klingt jetzt fast wie so ein Autorenwerk von einem. Ich habe das versucht mal nachzuvollziehen und habe selbst mein Gesicht mit Pflastern beklebt, um in den Täter hineinfühlen zu können. Ja, und dann so ein YouTube-Video drüber machen. Es dauert ihm auf jeden Fall zu lange. Es dauert ihm zu lange. Ja, die lassen sich Zeit und das passt ihm nicht und deswegen macht einfach auf dem Absatz kehrt und rennt wieder raus und flüchtet mit dem Auto. War nie mehr gesehen. Doch. Er rauscht mit viel zu hoher Geschwindigkeit über die Landstraße, verliert die Kontrolle über sein Auto. Ich wollte gerade fragen, ob er jetzt den Blitzer kriegt. Voll Pflaster. Das Blitzerfoto wäre gut, ja. Vielleicht hat er sich auch während der Fahrt die Pflaster aus dem Gesicht gepopelt und ist deshalb von der Straße abgekommen. Wer weiß das schon. Jedenfalls zieht ihn die Polizei dann unverletzt aus der Hecke, ja, als er irgendwie sein Auto in den Graben setzt und stellt auch die Spielzeugpistole sicher, logischerweise. The Fast in the Pflasterus. Und das ist jetzt alles schön und nett und witzig, aber
gibt den Beamten auch zu denken. Ja? Sie hatten kurz zuvor, ein Jahr zuvor, einen Banküberfall, wo ein Täter sich komplett mit Mullbinden eingewickelt hatte. Die Mumie. Und es ist doch jetzt schon seltsam, diese Vorliebe für medizinische Verkleidungsmaßnahmen, das fällt schon auf. Ne? Ja. Daraufhin haben sie den ins Verhör genommen und er hat dann auch diesen Bankraub gestanden. Und weißt du was, mir in der Gegend sagt sie dem, hier ist ein ganz schön gefährliches Pflaster. Das finde ich so beknackt. So, weißt, sie haben nichts außer die Tatsache, dass bei der einen Bank war er mit Pflastern im Gesicht, bei der anderen mit Mullbinden und fragen ihn und er gibt es zu. War er Altenpfleger oder hat er im Krankenhaus gearbeitet, dass er das dann eh hatte? Oder? Ganz üblen Fetisch? Man weiß es nicht. Aber jetzt mal ehrlich. Oder hat er so eine alte Apotheke, also so wie so eine Reiseapotheke oder so, die aufbrochen musste und gesagt, oh, ist abgelaufen. Leute, das war jetzt so die Spitze des Eisbergs, was das Thema Bankraub angeht. Und ich bin mir fast sicher, dass wir, wenn wir das hier noch eine Weile machen, was uns ja alle wünschen immer, ne? Alle sagen immer, macht möglichst lange weiter, als würden wir dauernd drohen, damit aufzuhören. Dann werden wir, glaube ich, nochmal irgendwann auf den amerikanischen Bankraub kommen. In ein ähnliches Thema vielleicht nochmal einsteigen. Ja. Und vor allem, wenn man sich überlegt, das passt ja immer noch gut. Denn das meiste von dem Eisberg ist ja immer unter dem Wasser. Auch hier. Mensch, vielen Dank fürs Zuhören. Meine Analogie funktioniert viel besser, als ich ursprünglich dachte. Bis zum nächsten Mal. Danke und Hände hoch. Prost. Hoch die Hände, Wochenende. Das war Aach, das Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das waren jetzt nicht mal 2 Stunden, das ist ja lächerlich. Und ich bin wahnsinnig enttäuscht. Was? Dass nicht einmal die Zeile fiel, bababa, bababa, baba, Banküberfall, das Böse ist immer und überall. Die RV, die ist auch da, Mann. Die tun immer noch, ne? Das finde ich so irre. Aber Abschiedstour jetzt, oder? Oh, das weiß ich gar nicht. Das habe ich neulich schon mal erzählt, dass ich hatte eine Klassenkameradin im Gymnasium und die ist Howard Carpendale-Fan. Die ist dann mit ihrer Mama immer auf Howard Carpendale-Konzert gegangen. Und der hat damals, als ich Abi gemacht habe, also irgendwie Ende der 90er, Anfang der 2000er, hat er schon Abschiedstour gemacht und seitdem macht er immer noch Abschiedstouren. Das war eine lange, wie die Rolling Stones. Ja, genau, wie die Rolling Stones. Das ist ja völlig absurd. Eine lange Abschiedstour. Geht jemand von euch mit mir morgen auf das Scooter-Konzert? Wird jemand von euch mit mir morgen auf das Scooter-Konzert in Nürnberg gegangen sein? Oh, ich kennst du leider selber auf an dem Abend. Kennst du die Folge von einer amerikanischen Talkshow, wo sie auf Scooter eingehen? Nein, wirklich. Nein. Schau mal, wo sie halt dann irgendwie. Schick mir einen Link. Es gibt eine Folge von Will Arnett, wie über Wetten, das redet, was auch sehr geil ist, weil das für uns so völlig normal ist. Es gibt so eine Folge, wo Tom Hanks. Ich glaube, das ist Will Arnett. Ja, ja, aber es gibt so eine, wo Tom Hanks nochmal rekapituliert, wie er da bei Markus Lanz saß. Ja, das war so ganz schrecklich. Und dann Sack hüpfen musste und so. Ja. Und sich so fremdgeschämt hat dann für alles. Ja. Genau, und dann gibt's How Much Is the Fish? Tun sie dann quasi. Klären sie denn die Frage? Aufdröseln? Nein. Schade. Ich glaube, das ist nicht wirklich eine ernst gemeinte Frage, sondern das soll einfach nur schön klingen. Ne? Ich habe das auf dem Plakat gesehen hier, als ich durch Fürth gefahren bin. Und dann habe ich, da ich zurzeit wieder Spotify Premium habe, habe ich meine Kinder drangsaliert auf der Heimfahrt mit Scooter. Sie waren selten so verständnislos. Grandmaster Flash kommt nach Fürth. Was? Aber auch irgendwie so völlig absurd billig, irgendwie so für 15 Euro oder so. Die 90er haben angerufen und sie haben gefragt, ob wir ihre Musik-Acts haben wollen. Sehr gut. So, jetzt machen wir mal den Deckel drauf hier. Ja, gute Nacht. Ciao. Josh, weiter schlafen. Schlaf weiter. Gute Nacht. Hab dich lieb, Josh.